Wir haben uns heute hier beim Thorsten Schramm alias oder also known as Sober Truth zusammengefunden für ein Interview. Und zwar soll es heute in erster Linie um die neue Scheibe von Sober Truth gehen, die da den Namen trägt Psychosis. Das war richtig, oder? Das war richtig. So, erstmal hallo. Vielleicht erzählst du erstmal so ein bisschen was Globales über die Band Sober Truth, was ihr macht, was für ein Genre ihr bedient, wo ihr hin wollt, wo ihr euch selber seht. Ja, hallo erstmal an die zahlreichen Hörer da draußen. Ja, wir als Sober Truth, uns gibt es seit 12 Jahren. Wir haben uns 2007 an einem kalten Januartag gegründet. Ich weiß sogar noch das Datum, es war der 17.01. Und ja, haben jetzt ein neues Werk draußen, unsere 5. Platte, wieder in Eigenproduktion, das ist die Psychosis. Und ja, zur Geschichte, zur Band, da kann ich natürlich jetzt weit ausholen, kurz ausholen. Da gibt es viel zu berichten, es gibt viele Geschichten, viele Erlebnisse, viele Konzerte und ja, viel, was so passiert ist. Gut, klingt nach einer sehr bewegenden Geschichte der eigentlich gar nicht mehr so jungen Band. Euch gibt es, glaube ich, jetzt seit 10 oder 11 Jahren. Ja, sind die 12 Jahre halt. Ne? 12 also, sogar schon. Genau. Ihr habt mit Sicherheit genauso angefangen, wie jede Band so anfängt, mit Spielen im Proberaum, später ein bisschen Klinken putzen und dann natürlich auch irgendwann richtige Konzerte vor richtigen Zuschauern. Ja, ganz so war es nicht. Und zwar war es, im Endeffekt war es so, dass wir, ich kam aus einer anderen Band damals, also ich habe sehr viel in Underground-Bands schon vorher gespielt und hatte dann 2007 das große Glück, dann 3 Leute kennenzulernen, die genau auf das Bock hatten, was ich auch hatte, nämlich eine Band, so oft es geht, live zu präsentieren. Mein Wunsch war es immer, wenn du eine Band hast, das auch wirklich regelmäßig live zu präsentieren. Und ja, das war ein bisschen anders als bei anderen Bands, die sich gerade gegründet haben, die erstmal 1-2 Jahre im Proberaum ein paar Lieder schreiben. Wir haben das von Anfang an, war die Message, wir treten direkt auf. Ich glaube, nach 2 Monaten Proberaum haben wir den ersten Gig gespielt, damals in Siegburg. Gut, im Nachhinein kann man sagen, das hätte man auch noch ein bisschen weiter üben können, aber so nahm halt die Entwicklung dieser Band, wie sie auch heute noch ist, ihren Lauf. Das heißt, die Band zeigt sehr viel Präsenz, übt sehr viel, ist fleißig und ja, hat total Bock auf Live. Das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Abenteuer, weil wenn man natürlich mehr oder weniger so direkt ins kalte Wasser geschmissen wird, ist das natürlich auch eine Erfahrung. Wie habt ihr das verarbeitet oder wie ist das, wie seid ihr damit umgegangen, mit dieser Erfahrung, einfach nach 2 Wochen Proben im Prinzip den ersten Gig zu spielen? Ja, also ich habe dann auch relativ schnell viele Gigs klar gemacht und es war so, dass wir natürlich dadurch als junge Band damals sehr viel Erfahrung gesammelt haben, wie es auch nicht geht, aber auch wie es geht. Und durch diese vielen Live-Auftritte, naja, in der Regel ist es im Endeffekt so, du kannst halt auch 10-mal proben oder 2-mal live spielen, kommst bei gleich raus. Bei live spielen hast du mehr Nachhaltigkeit auch für die Band gehabt. Das heißt, das Material, was wir gespielt haben damals, saß dann auch dann nach mehreren Durchläufen sehr gut. Ja, wie es halt bei jeder Band dann so ist, haben wir auch schnell ein Debütalbum rausgebracht, 2008, Riven damals. Aber wie es auch bei jeder Band so ist, hat diese Band dann auch so im Schnitt so alle 2-3 Jahre so einen Line-Up-Wechsel gehabt. Das heißt, wir haben einen hohen Standard drauf gesetzt, dass wir sehr viel live spielen. Und das hat natürlich bei allen dann irgendwann nicht mehr geklappt, sei es aus beruflichen Gründen oder zeitlichen. Ja gut, das ist, sag ich mal, in der Branche oder auf dem Level, wo ihr euch bewegt, wo halt jeder eben noch seinem ganz normalen Tagwerk nachgehen muss, mehr oder weniger ganz normal, denn Familie, Beruf, jeder wechselt oder jeder entwickelt sich weiter in der Richtung und das ist nicht immer einfach, die Musik da mit unter einen Hut zu bringen. Ja, das ist richtig. Also das war bei uns auch so der Fall, dass natürlich jeder berufstätig ist. Ich meine, das ist ja klar, dass man halt von seiner Musik genrespezifisch und für die Szene, die Musik macht, natürlich sich nicht einen Unterhalt leisten kann. Ne? Das ist halt dann
die Frage. Ja, es ist halt auch oft so, wenn die ersten Kinderchen kommen, ne, oder so, dann stellt sich auch für Musiker, die halt in so einer Band spielen, halt auch schnell die Frage, schaffe ich das zeitlich alles noch? Und so war es dann auch bei uns. Hat aber der Geschichte der Band oder jetzt, wie die Entwicklung genommen ist, eigentlich gar keinen Abbruch getan, sondern für uns, deswegen nennen wir es immer liebevoll Sober History, propagieren das auch. Die sind alle bei uns im Herzen, die ganzen Mitglieder, und alle verfolgen das auch noch sehr, ja, wie sagt man, von zu Hause aus oft, und ja, finden das geil. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Also wenn man sich nicht im Streit trennt, sondern wenn man wirklich freundschaftlich auseinandergeht und dann wirklich immer noch Kontakt zu den alten Musikerkollegen hat. Ja gut, die halten mich immer noch alle für bekloppt, aber das ist dann auch so, ne? Ja gut, das gehört ja auch irgendwo dazu, ne? Ja. aber ich muss auch gestehen, von euren Alben, die musikalische Entwicklung, die ist also deutlich wahrnehmbar und auch deutlich erkennbar. Da ist also jede Menge passiert, musikalisch, in den letzten Jahren. Ja, gut, das ist halt bei jeder Band, also wie gesagt, das ist, ich habe damals angefangen mit der Gitarre bei der Band Nektra, sehr spät, das heißt, ich glaube im zarten Alter von 27, 28 habe ich erst angefangen Gitarre zu spielen, und das ist auch ein bisschen daher geschuldet, das heißt, ich sage mal, im Alter lernt man nicht mehr so schnell, als wenn man jetzt 14, 13 ist, sage ich mal, aber das hat mich ja total gekickt, und die Herausforderung in dieser Band war quasi immer etwas anders zu machen, als die Szene es vielleicht einen vorgibt, oder es ist immer irgendwie herauszustechen, auch mit der eigenen Art die Musik zu, ja, vorzustellen oder zu interpretieren. Wir haben eigentlich angefangen als, ich sage immer jetzt im Nachhinein, als Prol-Kombo. Das heißt, wir haben relativ viel Wirbel gemacht im ersten Jahr und haben gesagt, das ist das Geilste ever. So was Geiles gab es noch nicht, und haben auch sehr viel Gegenwind bekommen, aber wir haben uns drüber weggesehen und haben viel live gespielt. Jetzt im Nachhinein natürlich, ne, sehen wir auch selber da die Entwicklung. Aber wie gesagt, wir waren auf jedes Werk stolz, auf jedes einzelne Stück Lied. Das war für uns, wenn die Aufnahme im Kasten war, das höchste der Gefühle. Ja. So sollte das auch sein. Also wie gesagt, man macht das ja nicht aus Selbstfindungsgründen, sondern schon so ein bisschen, um sich zu präsentieren, um da auf dieses Produkt, was man letztendlich abliefert, auch stolz sein zu können. Richtig, also das waren wir immer mit, und ich kann sich auch alle hören lassen. Ne? Das ist halt klar, wenn man selber ein Lied hört nach 12 Jahren oder so, hätte man das heutzutage vielleicht anders arrangiert oder anders. Das ist aber auch ganz normal. Genau, aber auf den Stand, wo wir alle waren, wir sind jetzt keine gelernten Musiker oder studierten Musiker, sondern haben uns richtig oldschool zusammengefunden im Proberaum, haben da die Songs entstehen lassen. Damals war Computer, sogar 2007 bei uns noch nicht so das Thema. Das heißt, die Songs wurden tatsächlich arrangiert zusammen im Proberaum. Und ja, daraus kam damals auch das Debütalbum Riven mit dem Ergebnis halt, ja. Also wirklich im Prinzip richtig handgemachte Musik, so wie man sich das heute fast nicht mehr vorstellen kann. Ja, und so authentisch wie möglich, das zelebrieren wir heute noch. Das heißt, wir nutzen alle die Elemente, die auf der CD oder auf dem Album sind, auch live und bedienen die auch selber. Sehr schön. Das finde ich sehr, sehr wichtig, das auch wirklich mal zu erwähnen. Also, dass da nicht irgendwie geschludert wird, dass da keine Computer, keine Synthesizer zum Einsatz kommen, keine Loops oder sonst irgendwas, sondern das, was ihr da hört, ist wirklich live. Das ist für die Authentizität halt wichtig, und für den Heavy-Metal-Bereich, wo wir uns halt bewegen, und mit der Szenemusik, finde ich, ist das A und O. Also das erwarten wir auch quasi, ja, von anderen, hätten wir auch sehr gerne. Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, und ich fände es wirklich toll, wenn das wieder mehr Maßstab wird, diese Authentizität zu dem Instrument, zu dem Live-Gespiel. Ja, also wir sind ja sehr viel auch auch mal in kleineren Clubs unterwegs, da machen auch viele Clubshows, so Städtetrips nennen wir das immer. Wir erleben aber sehr oft Bands, die das auch so authentisch wie möglich machen. Es ist natürlich nachher die Frage, man kann natürlich auch so ein Album komplett orchestralisieren oder noch mehr aufmotzen, um dann live irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie andere Hilfsmittel zu nehmen, aber das ist halt nicht unser Ding. Das ist, war noch nie unser Ding, das wird's auch nicht. Finde ich auch nicht wirklich schön, dieses berühmte Überproduzieren. Genau. Muss man eigentlich nicht machen. Du hast vorhin bezüglich Städtereisen, du hast vorhin einen sehr schönen Begriff gesagt, Klassenfahrten. Das fand ich sehr, sehr ansprechend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat sowas auch, so einen alten Charakter, wo man sich vielleicht zu Schulzeiten dann doch gerne dran erinnert. Es ist eher so gekommen, wir haben halt befreundete Bands, und mittlerweile machen wir halt auch mit befreundeten Bands, also ich nehme mal jetzt zwei, Coldspot und Orcus Patera,
nennen wir es halt über den Übergriff Klassenfahrt, weil wir uns halt sehr gut kennen und als Underground-Band sehr viel unterwegs sind. Und wenn wir zusammen zum Beispiel nach Mainz, nach Worms oder nach Berlin gefahren sind, haben wir es einfach Klassenfahrt genannt, im Hostel geschlafen. Es war dann auch so. Ne? Es kamen schnell 12 Musiker zusammen, die quasi wegen der Musik sich zusammengefunden haben, den Abend und die Nacht verbracht haben. Und ja, einer war immer der Leiter, ne? Das war dann der Lehrer und so kam das mit dem mit der Klassenfahrt. Ne? Ja, alles top durchorganisiert, muss ich sagen. Ja, die Formulierung Nacht zusammen verbracht hat mich jetzt ein bisschen irritiert, aber gut, wir wollen da jetzt nicht ins Detail gehen. Okay. Besser ist das. Zu eurer Band, also zu Sober Truth selber, ihr habt ja nicht nur den Thorsten als Bandmitglied, sondern gibt es noch weitere. Die sind jetzt leider nicht hier. Magst du ein bisschen was über die erzählen, die mal kurz vorstellen? Natürlich, also das aktuelle Line-Up besteht ja, fangen wir mal an mit dem Trommler, das ist der Sam Bau. Der ist seit 2014 bei uns festes Bandmitglied. Ja, über den kann ich sagen, dass der quasi wie gemacht ist für das Schlagzeug, für sein Instrument. Der ist jäck, der ist wild und top zuverlässig und ja. Da muss ich direkt mal bei dem Schlagzeuger zwischenhaken. Im Web, also auf eurer Homepage, steht Necroslaughter. Genau, da steht seit kurzem Necroslaughter. Dazu eine Erklärung. Unser Trommler hat bis vor 2 Jahren tatsächlich eine Musikrichtung gehört, die Sober Truth gar nicht so zelebriert. Aber gut, ich fand das jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Also so Hardrock-Bereich, Hair Metal und sowas hat er sehr gerne gehört. Fand das mega halt. Ne? Und kam manchmal halt mit seinen Band-Wünschen bei uns nicht so durch. Also er hat sehr viel älteres Zeug gehört. Der steht total auf die 80er Jahre und will die auch gerne wieder haben, obwohl er selber gar nicht drin gelebt hat, weil der ist ja jünger, der ist ja 25. Und ich erzähle ihm immer viel, ne? Weil ich bin ein bisschen älter, nur so ein paar Jährchen, und erzähle ihm viel von diesen 80ern und 90ern und wie die Rockmusik damals sich meines Erachtens freier entfalten konnte in verschiedenen Bereichen. Und dadurch kamen ja diese ganzen Genres kamen ja auf und es musste auch nicht alles Metal sein, was geil war, ne? Und so weiter. Und jetzt so seit einem Jahr, anderthalb, 2 Jahren fing es an, dass er auf einmal Unfug war, auf einmal halt mit, ja, der krassesten Musikform ever halt, Black Metal, Death Metal, anfing, das sich reinzuziehen und das auch jetzt für die neue Platte Psychosis auch mit eingebracht hat, diesen Stil. Das erklärt es natürlich ein bisschen, diesen Begriff. Was mich auch noch, nee, machen wir gleich. Erzähl du erstmal weiter über die Bandmitglieder. Ja, so, den Trommel habe ich. Ja, dann haben wir die Bassistin. Ja, wir haben jetzt mal, ist auch Debüt bei uns. Wir haben eine Frau in der Band. Haben auch nicht lange damals überlegt, weil wir hatten ja damals den Tobi Tower, das war der Gründungsvater mit mir zusammen von Sober Truth, der hat uns ja 9 Jahre begleitet und da war es dann auch so, Hochzeit, Kinderkriegen, Zeit, Beruf, nicht mehr möglich. Das hat uns zwar fast das Genick gebrochen als Band, weil er quasi mit Songwriter war und hatten dann kurz eine Phase mit wechselnden Bassisten, da hat man auch den Sebastian Hoffmann und dann hat bei uns die Jules, das war die damalige Freundin des Trommlers, hat bei uns schon Fotos gemacht und alles, auch sehr jung und saß immer im Proberaum mit, ne? Und war bei jeder Probe dabei und irgendwie gehörte sie schon zur Familie. Und als dann der Sebastian sagte, er könnte nicht mehr die vielen Gigs spielen, war es auch mehr ein Spaß, erstmal in der Runde zu sagen, gut, dann spielt die Jules halt Bass. Dass sie sofort aufgestanden ist, gesagt, juhu, ich habe auch schon Bass gekauft vor einer Woche. Ja, kam mir völlig überraschend. Und das ist dann einfach so gelaufen und seitdem ist das so. Super. Und über Jules kann ich halt sagen, dass sie mega Talent hat. Die hat auch viel Backings gemacht jetzt auf der CD. Und ist auch dafür geboren. Das hätte auch keiner gedacht. Das hätte sie, glaube ich, selber auch nicht gedacht. Ich muss auch sagen, die Jules am Bass ist nicht nur eine Bereicherung. Also das, was sie da macht, ist wirklich toll. Richtig, das ist wirklich banddienlich. Das passt ins Bild. Das ist einfach schön. Das passt. Das ist eine schöne Sache. Genau. Und jetzt auch live. Ne? Also noch anfänglichen. Klar, wenn man jetzt am Anfang mal auf einer Bühne steht, war es noch ein bisschen anders. Ne? Aber die Entwicklung ist einfach phänomenal. Also mittlerweile ist das, wenn man das so sagen kann, ist eine Bühnensau ist das. Ne? Also die macht halt Spaß, macht Laune. Die Leute stehen da total drauf. Ja, geht voll ab in den Songs. Ne? Ist voll dabei, ja.
Sie trägt auf ihren oder in ihren Namen auf eurer Homepage wieder das C in Rockwell in Großschrift. Gibt es dazu eine Geschichte? Also die einzige Geschichte, die ich dazu kenne, ist, dass so halt, dass viel damit so Art Trademarks gearbeitet worden ist. Und zwar Rockwell gibt es ja schon den Begriff irgendwo. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob es eine Klamottenmarke ist, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie da das C einfach groß gemacht, um sich davon abzusetzen. Und aber jetzt im Kern, warum sie sich genau Rockwell nennt, das weiß ich gar nicht. Aber das ist so ihr Kosename quasi. Weil bürgerlich heißt sie ganz anders. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Das muss man ja auch nicht immer an die große Glocke hängen, weil so eine Privatsphäre hat ja auch ganz enorme Vorteile gesetzt, den Fall. Ihr habt trotz irgendwann mal den Erfolg, den ihr da anstrebt. Ja, dann fehlt noch einer in der Runde. Genau, es fehlt noch der Aaron Vogelsberg und da gibt's auch eine schöne Geschichte zu. Der Aaron war 11, als ich ihn kennengelernt habe. Das war mein alter Gitarrenschüler, aber auch dann ein paar Wochen, weil ich die Eltern informiert habe, was soll ich dem Jungen beibringen. Ne, der ist ja mit 11 Jahren schon so weit, also das ist schön für mich, dass ich hier üben kann, habe ich den Eltern gesagt. Ne? Die Eltern haben mir dann aber damals gesagt, nein, der will das so und ja, der wollte mit mir hier spielen. Jede Woche Sonntag haben wir uns getroffen. Ja, das fing an 2011. Müsste es gewesen sein. Ein ganz kleiner war da. Guck mich nicht so fragend an, ich war nicht dabei. 2011 und dann habe ich ihm damals schon auf unseren selbstorganisierten Festival Still Summer Cries spielen lassen mit seinem Bruder und da hat er so Covergeschichten gemacht. Und da ist er schon den Leuten aufgefallen, wie geil ist das denn bitte? Und als dann unser Marvin nach der letzten Locus-Produktion, wie erwartet, gesagt hat, pass auf Leute, ich schaff das nicht mehr, habe ich ihn direkt angerufen und ich kann dir sagen, der ist mir fast durchs Telefon gekommen, der war sofort mit Sack und Pack, stand er hier vor der Tür und hat nach zwei Tagen Bandaufnahme ohne Probe den ersten Gig gespielt und ja, erstmal gezeigt, so was so junge Leute auch drauf haben. Mhm. Wahnsinn. Also das kann man mit Sicherheit nicht, wenn man talentfrei ist und nicht übt. Richtig. Aaron kam halt mit 17 bei uns in die Band, mittlerweile ist er 18, hat jetzt schon, ich weiß nicht, schon über 60 Gigs mit uns zelebriert, ist auch auf der Bühne tatsächlich zu einer Bühnensau mutiert, einfach, muss ich einfach sagen. Ne? Schön. Mhm. Ja, womit wir dann im Prinzip auch schon durch wären mit der Vorstellung der Bandmitglieder. Ich muss noch mal oder ich möchte noch mal kurz auf euer vorletztes Album eingehen. Das ist ja, wenn ich mir diese Serie oder die Alben nacheinander angucke, ist das für mich eine ganz besondere Geschichte. Ich muss noch mal oder ich möchte noch mal kurz auf euer vorletztes Album eingehen. Das ist ja, wenn ich mir diese Serie oder die Alben nacheinander angucke, ist das für mich eine ganz besondere Geschichte. Wo ist da der Hintergrund? Also wenn wir mal jetzt mal alle Alben, die wir selber produziert haben, mal in Reihe schaltet, ist es quasi so, dass von der Zerrissenheit aus der Hölle zu der versklavten Welt wir über ein Irrenhaus jetzt in die Psychose gestartet sind. Das heißt, wir haben ja dann Riven, Outer Hell, New Slavery World, dann haben wir zwischendurch noch die Outer Hell Special Edition reingeschoben mit Bonus und veränderten Songstrukturen, um damit der Locus Lunatic Asylum damals ein dunkleres Zeichen zu setzen. Das war ein Konzeptalbum von uns, um es ein bisschen anders zu machen. Wir haben auch eine Vinyl dazu rausgebracht, haben den Mix anders angelegt. Der Sound damals ist, der sticht ein bisschen raus, weil wir den quasi antimodern gehalten haben. Wir fanden das sehr witzig. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr die Scheibe auftritt, die knallt ungemein. Super Ding geworden. Und diese Psychose ist wieder vom Ansatz her moderner in die Breite gezogen worden. Das heißt, mehr auf diesen Stereosignal, wo die Locus eher mehr auf dieses Monokompatibel gearbeitet hat. Ja, das sind halt so immer die Finessen, was man vorher will, bevor man ins Studio geht. Ne? Und Psychose ist eigentlich wieder die Sorbotrus, wie wir sie nach der Outer Hell quasi verlassen haben, mehr in die Breite. Viel mehr Gitarrensolis und ja. Soundtechnisch ja, aber auch hier wieder die ganz bemerkenswerte Weiterentwicklung. Ich habe im Netz so ein bisschen gegoogelt und gesucht über Sober Truth und da gibt's so ein paar alte Geschichten, da spricht man von Thrash Metal. Ja. Und ihr habt irgendwann selber, glaube ich, eine Genreschöpfung gemacht in Bezug auf euch, was sich da nennt Prog Groove Metal. Und ich denke, das trifft es relativ gut.
Du bist der Erste, der sagt, da bin ich ja unheimlich dankbar für, weil das ist halt die ganzen Jahre über das Problem. Man muss, wir machen ja keine Schubladenmusik, das ist ja klar, das macht ja keine Band, das sagt man auch in jeder Band-Bio. Ne? Es ist es ja auch nicht. Das Problem ist aber, du musst eine Bezeichnung finden, wenn du ein Review haben willst oder wenn du irgendwie Leute zu deinem Konzert auch locken möchtest damit, mit irgendeinem Genre. Mit Thrash-Metal haben wir uns immer sehr schwer getan, weil es von Anfang an kein Thrash-Metal war, also so in der Form, wie ich mir Thrash-Metal-Bands vorstelle. Da gibt's viel geilere, die das wirklich geiler bedienen können. Und dann haben wir schon damals angefangen, mit Progressiv-Elementen zu arbeiten und haben einfach das Wort Prog davor geschoben. Ne? Das Thrash ist jetzt ganz verschwunden, obwohl die Platte jetzt wieder viel mehr Thrash-Elemente drin hat als die davor. Wir nennen es progressiv und das Groove kommt halt ja von unserem Groove und Metal ist halt Metal. Also am liebsten würde ich es Metal nennen und fertig, aber das ist... Das geht ja heute nicht mehr, ne? Das wissen wir beide. Also nur Metal ja, geht genau, nicht. Jeder fragt genau, was ist das Untergenre, ne? Was macht ihr genau und so weiter. Also ich muss sagen, ich entdecke in dieser Musik wirklich alle drei Elemente. Ich entdecke den Prog, ich entdecke das Groovende und ich entdecke auch den Metal. Genau. Somit passt das eigentlich perfekt. Genau, so haben wir uns das auch gedacht, ja. Mhm. So, womit wir dann jetzt im Prinzip bei dem neuen Album wären. Ja. Psychosis. Wie erklärt sich dieser Name? Ja, also, wir hatten ja nach der Locust Lunatic Asylum, wo wir halt das große Thema Irrenhaus hatten und haben wir immer das so aus unserer Sicht gesehen, also quasi im... Naja, so eine Band, wenn du wirklich regelmäßig probst und regelmäßig dich im Monat auch um die kleinsten Clubgeschichten live dich ranhangelst und das saugeil gerne machst, fühlten wir uns auf einmal wie im Irrenhaus quasi. Also das war immer so bei uns, dass quasi zwar alles organisiert ist, aber ja jeden Tag irgendwas dazu kam. Das heißt, es häufte sich an. Deswegen gab es auch so Lieder wie Procrastination, wo man das Gefühl hatte, man bedient alle Sachen gleichzeitig. Das ist auch so Facebook geschuldet, soziale Netzwerke geschuldet, Musik machen geschuldet, dann musst du noch gut aussehen auf der Bühne, dann musst du dir Gedanken machen, wie das Outfit der Band ist oder wie das Branding ist. Und all das haben wir quasi bei Locust Lunatic Asylum auch mitverarbeitet, aber eigentlich mehr um die kränkelnde Psyche der Menschheit, die leider in den letzten Jahren deutlich aus unserer Sicht verschlechtert worden ist. So Worte wie, ich sag mal, auch Stolz oder Freundschaft oder Zusammenhalt sind etwas verloren gegangen. Oder haben eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ganz andere Bedeutung. Oder vielleicht ist auch jetzt, wir kommen ja alle aus verschiedenen Zeitaltern. Ich merke das ja auch in der Band. Also das heißt, ich bin ja etwas älter und habe andere Themen als jetzt zum Beispiel ein Aaron mit 18, 19 oder eine Jules mit 24. Ist ganz witzig. Das ist wirklich tatsächlich unterschiedlich auch von der Einstellung zum Leben und was man so erwartet vom Leben bezüglich auf Freundschaft, Liebe, Vertrauen, alles Mögliche. Es hat einen anderen Lauf genommen, aber man sagt ja immer, wenn man älter ist, ne, man weist darauf hin, aber wer weiß, ich habe früher auch auf die Älteren nicht gehört. Wer hat das schon? Genau, und deswegen halte ich mich da auch lieber zurück, ne, um dann nicht als Moralapostel dazu dienen. Aber wir verarbeiten ja grundsätzlich eigentlich menschliche Tragödien, menschliche Schicksale oder innere psychische Schwierigkeiten im Zusammenleben mit der Gesellschaft, verwursteln wir öfters in unseren Texten. Nur Psychosis ist halt komplett aus unserem Innenleben entstanden. Ich habe mir einfach die Seele aus dem Dings geschrieben. Ne? So. Mhm. Kann man schon so. Interessant. Ja. Nochmal auf das Bandgefüge. Du sagst, ihr seid altersmäßig relativ weit auseinander. Mhm. Was ich jetzt wieder sehr erstaunlich finde, ist, dass das trotzdem dann in der Band, also im Zusammenspiel, funktioniert. Weil oft gibt's ja Generationenkonflikt oder so, ne? Gibt's ja sehr viele Berührungspunkte, wo man sich überhaupt nicht einig ist, gerade wenn man mehrere Jahre auseinander liegt. Ich kann dir sagen, wir sind ja viel unterwegs zusammen, auch in unserem tollen Bandbus oder auf der Probe. Ich kann dir sagen, dass natürlich öfters gibt es auf jeden Fall Verständnisprobleme, so wie ein anderer das auffasst oder wie Dinge gemeint sind oder sei es das Tagesgeschehen, das politische Geschehen, was weiß ich, was alles für Themen auch rundherum noch bei uns rumgeistern. Aber im Kern ist es so, dass wir in der Sache, also in dieser Bandsache alle gleich vereint sind. Das heißt, die kennen mich schon, ja, seitdem sie sehr jung sind. Der macht Zaubertrost, der Thorsten ist so, ne, das ist so ein Typ, der ist so bekloppt, der macht,
ja, wenn er eine Band macht, macht er das richtig und wirklich als Band. Und das lieben die ja auch. Und das heißt, irgendwie ist es so ein Familiending geworden. Meine Frau ist ja auch immer dabei, managt uns ja, auch mit dem kompletten Merch und im Hintergrund wird alles geregelt. Mhm. Und bei jeder Probe dabei. Das heißt, wir haben so einen kleinen Familiending. Es könnten die Kinder sein, wenn man das so sagen kann, von uns. Und so leben wir das auch. Das heißt, wenn da Probleme auftreten, andere Probleme, die wir jetzt haben, wie zum Beispiel Wohnungssuche, Ausbildung, was weiß ich alles, sind wir immer da und helfen und können aus unserer Erfahrung berichten. Und das hilft denen auch. Und das hat ihnen auch sehr geholfen. Und da ist ein sehr guter Zusammenhalt entstanden. Auch Freundschaft halt. Mhm. Das ist aber, so wie du es erzählst, klingt es wirklich fast schon familiär. Das ist, also, dass, ja, dass man wirklich wie so eine kleine Familie zusammenhält. Ja, wir sagen, ich sage ja immer, Kinder kommt, das ist, die mögen die nicht. Mhm. Das, das ist klar, wer mag das schon, sind mhm. über 20. Aber das ist bei uns so drin, ja. Ja, das ist aber in meinen Augen auch der einzigste Weg, wie es langfristig funktionieren kann. Ja, weil wenn, es gibt ja viele Möglichkeiten, eine Band zusammenzuführen, ja. Also, mhm. Finanzielles, gleiche musikalische Interessen. Ja. Aber dieser familiäre Zusammenhalt ist im Prinzip das Einzigste, was wirklich langfristig und solide funktioniert. Also bei Sauber war es immer egal, ob jetzt die musikalischen Sachen passen oder die die altersspezifischen Sachen, sondern es war eher so, dass wenn man bei Sauber Trost ist, das heißt, es gibt dann ja viele Reden von mir oder viele Hinweise darauf, was wir uns darunter vorstellen oder was die Band oder was es ausmacht, in der Band Zaubertrost zu spielen. Das heißt tatsächlich immer da zu sein, viel live zu spielen, alles dafür zu geben. Ja, und das kostet natürlich viel Zeit und viel Kraft und das muss man auch erstmal machen. Und deswegen Hut ab, dass sie das so durchziehen, trotz auch ihrer Sachen, Ausbildung, Freunde, Freundin, was weiß ich, was da alles so immer rumschwebt noch. Weil man kann ja sich ausrechnen, wenn man einmal die Woche spielt und dann zweimal die Woche probt und dann arbeiten geht, ist die Woche rum, da hast du nicht mehr viel. Da bleibt nicht mehr viel übrig für Privatleben und Familie. Richtig, das richtig, ist, ja. Das ist wohl leider so. Deswegen in der Musik ist das für die auch die Hauptsache, auch wenn man mit denen spricht oder bei denen ist. Das ist ja wie hier, wenn du jetzt hier sitzt, das ist einfach nur alles versaubert. Ja. Ja, schön. Gut, dann kommen wir zum ersten Song des Albums Psychosis. Der heißt Einsamkeit, Solitude. Mhm. Fängt sehr mächtig, sehr gewaltig an. Ja. Erzähl mal was darüber. Ja, also Solitude ist so der Opener der Platte Psychosis, haben uns passend gedacht, weil der quasi erstmal wachrütteln soll. Die Leute, neues Album, neues Stück und ja, hat einen mächtigen Groove, finde ich. Ist halt auch zum ersten Mal mit den Elementen, wie wir gerade gesagt haben, vom Schlagzeuger aus, dass er auch mal so Blast-Beats reingesetzt hat. Da sind so auch so wieder mehr Trash-Metal-Elemente drin. Ne? Das Progressive wurde aber wieder nicht zu kurz gemacht. Im Endeffekt wollten wir mal wieder so einen Ballersong machen. Und das ist er auch. Für mich ist es so nach der Ära Outer Hell die Weiterentwicklung eigentlich. Hätte man auch gut auf eine Outer Hell-Platte packen können. 2000. Ja. Ne? Und wir haben nochmal so ein bisschen den alten Zaubergroove da so reingepackt, mit erweitert mit halt ja, den neuen spielerischen Elementen, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Ne? Gerade Aaron Spielweise, auf, das ist ja so ein bisschen, also er spielt die Solis ja nicht, wie man Solo hat, so mit Eröffnungsmelodie und einer schönen Hook und Ende, sondern der reißt er ja einen echt einen ab. Also das ist ja, weiß das, ich nicht. Dass das, das ist richtig schön, was er da macht, ganz ehrlich. Ja, das kommt so aus den Fingern. Es ist halt sehr schnell auch, was er da macht. Aber der bringt das immer so rüber. Ne? Und das ist halt schon krass. Genau. Mhm. Schönes Ding. Also wie gesagt, was mich wirklich fasziniert hat, ist wirklich dieser mächtige Anfang. Mhm. Das ist, da kriegt man so wirklich direkt einen, mehr oder weniger auf Deutsch gesagt, in die Fresse. Mhm. Und der Song lässt aber auch nicht nach zwischendurch. Das ist wirklich ein richtig schönes Ding. Gibt es eine Geschichte zu der Einsamkeit? Ja, also dieses Solitude-Ding, es ist eigentlich so geschuldet, dass wir halt ja, naja, man kennt halt viele Menschen, man hat viele Leute um sich und das hatte ich gerade vielleicht ein bisschen angesprochen, aber so dieses Gefühl von Vertrauen, echter Freundschaft, naja, so eine Basis halt, ne? Die ist so ein bisschen verloren gegangen und das ist so die gefühlte Einsamkeit, wo wir uns alle bewegen. Nehmen wir mal das Beispiel, die sozialen Netzwerke. Du kannst ja 100.000 Leute haben oder 100.000 Likes haben. Im Endeffekt bringt es dir selber immer mehr, wenn du dich
von Angesicht zu Angesicht unterhältst oder dich mit Leuten triffst. Also das gibt dir viel mehr als halt dann diese Likes auf Facebook. Aber andersrum ist es halt der Ausdruck der neuen Zeit, dass man das so hat. Ich befürchte aber, dass ganz viele einsam sind vor ihrem Rechner oder sich so fühlen und es sich eigentlich anders wünschen. Ich weiß ja nicht, wo die Entwicklung hingeht, aber ich merke es ja bei den Konzerten, das finde ich aber Heavy Metal immer so schön. Man trifft sich, man kennt sich, man redet zusammen. Das ist eine wunderschöne Sache. Du hast jetzt das Bier trinken vergessen, aber egal. Das kommt auch vor, genau. Und das ist wunderschön. Also kann ich jedem nur empfehlen. Geht auf Konzerte, weil das ist was ganz anderes, ne? Ja, diese sozialen Netzwerke ist natürlich ein heißes Thema. Wie gesagt, jeder hat dort etliche Freunde, die da nun mal so heißen. Aber die wenigsten davon sind wirklich Freunde. Ja. Das ist so. Das muss man einfach mal akzeptieren. Das ist so, ja. Und man darf sich da auch nicht in diese virtuelle Welt flüchten. Das bringt nichts. Ja, öffnet natürlich auch andere Wege und andere Möglichkeiten. Und das kann man schon nachvollziehen. Auch für die Generation jetzt ist es natürlich jetzt schon normal, dass sie das haben. Ich meine, wenn wir uns beide sehen, wir sind damit reingewachsen. Wir haben das auch vorgesetzt bekommen und nutzen das ja auch. Aber ich glaube, wir nutzen es noch anders, als wenn man damit halt direkt aufwächst. Ne? Wenn jetzt im Kindergarten schon dein Pad hast, da ist was ganz anderes. Ne? Oder wenn du ein Buch hast, blättern die ja schon mit dem Finger um. Ne? Die wischen, du meinst. Die wischen ja, schon, ja. Und das ist schon krass für mich zu sehen. Ja, also das definitiv. Aber das haben wir, als wir auch jünger waren, ich erinnere mich noch ganz genau, als damals die Geschichten aufkamen mit technischen Sachen oder so, war das für uns auch cool, oder? Ja, natürlich ist das erstmal interessant und was Neues, was Hübsches, ne? Bunt, leuchtet, macht Spaß. Ja. 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 Nach Solitude kommt ein Song namens Arcados. Ich muss gestehen, ich saß vor meiner Anlage und habe mir den Song viermal habe ich mir sogar angehört. Und ich habe, was ich sehr, sehr selten habe, ich hatte keine Bilder im Kopf. Also ich habe überhaupt keinen Zugang zu diesem Song. Okay. Ich weiß nicht, was ihr damit aussagen wollt oder wo die Story dahin geht. Da musst du mir wirklich mal ein bisschen tiefer was erzählen. Arcados ist ja, das ist Grieche für kopflos. Und ja, dann passt das ja schon wieder. Ja, das ist kopflos, also es ist austauschbar, auch ein bisschen herzlos und eigentlich ist so der einsame Wolf, der da durch die Nächte streift und trotzdem irgendwas verändern will, aber merkt halt, es geht nicht ohne Gemeinsamkeiten. Das heißt, er ist auf sich alleine gestellt und es führt außer der Vorhof zur Hölle. Also es ist eher ein trauriges Beispiel dafür, obwohl das Lied gar nicht so klingt auch, weil ich da mehr kleinere Elemente beim Singen machen. Also ein bisschen schmerzlich alles. Also eigentlich ist es ein Klagelied, dass es so ist. Das heißt, wir sind alle austauschbar vom Kopf her, ne? Ja. Da war ich mir absolut nicht sicher, ob das jetzt, wie gesagt, gesanglich ist er relativ schwer zu verstehen, also akustisch jetzt. Ne? Okay. Es ist halt dem Genre geschuldet, wie du da singst. Ne? Das ist auch okay, das ist jetzt keine Kritik in der Form, sondern es ist halt wirklich schwer, den Song mit ein paar Mal hören wirklich zu verinnerlichen und zu verstehen, was du damit aussagen willst. Ich glaube, bei mir geht's doch mit meinem Englisch da. Das Englisch ist nicht das Problem, das ist mehr die Art, wie du singst. Ne? Ja. Du gehst in den Tönen hoch und runter, du singst mal guttural, mal schreist du. Das ist sehr, sehr schwierig, da wirklich einen akustischen, also die Wörter zu finden, die du da artikulierst. Das ist schwierig, finde ich. Ja. Ich muss da auch zu meiner Verteidigung sagen, ich höre jetzt nicht so viel Black und Death Metal, dass mir das vertraut ist, diese Selbstfindung. Obwohl ich finde, das ist der ruhigste Song, aber da kann ich mich auch vertun. Das ist irgendwie... Okay. Zum Spielen her halt so. Und witzig beim Arcados ist eigentlich ja das, wie du schon angesprochen hast, ich benutze halt auch einzelne Fragmente und die grohlig oder die sprechen. Das verwirrt vielleicht ein bisschen. Obwohl die Hooks von der Strophe schon clean gesungen sind, so ein bisschen angeraut. Ne? Ja, aber es ist halt, also für mich war es schwer, da jetzt einen Zusammenhang zu finden. Okay. Okay, dann... Aber das habe ich ausgeräumt jetzt, ne? ich hör den Song mit Sicherheit nochmal und ich höre ihn dann mit das anderen... Das geht tatsächlich um die Kopflosigkeit. Schon mit meinen heißen Ohren. Und um Herzlosigkeit, ne? Herzlosigkeit, Kopflosigkeit, genau. Einsam rennst du durch die Nacht. Auf Deutsch wäre das wahrscheinlich irgendwie... Was gibt's da so für ein Lied hier? Naja, gut, das will ich sagen. Sag's nicht. B14 wollte ich sagen. Nee. Schön.
Der dritte Song auf dem Album ist Dark Valley. Den fand ich wieder sehr, sehr authentisch und sehr, sehr aussagekräftig. Ja. Ne, die klassischen oder die Hooks, die mir prägnant in Erinnerung geblieben sind. A New Day, Why Come to the Valley, Give Me What I Want, What I Need, My Celebration. Mhm. Ja, so dieser Zusammenhang sagt eigentlich schon den ganzen Song, oder? Ja, also Dark Valley ist halt, wie gesagt, nicht unbedingt jetzt ein finsteres Tal irgendwo gemeint. Das ist eher so ein Pseudonym dafür. Man kann es sich aber auch so vorstellen. Ich habe das mehr so auf die mentale Ebene interpretiert. Ja, genau. Also da hast du auch richtig erfasst. Genau. Das ist quasi Fantasiegebilde in diesem fiktiven Ort, Dark Valley, wo man halt nicht raus kann. So laut, wie du schreist oder auch was du machst oder wie toll es auch ist, wie toll der neue Tag ist, du wirst in diesem Ort gefangen sein. Das ist eher so ein seelisches Ding. Ja. Eigentlich kann man sich ja überall hinbewegen, aber deine Seele nimmst du immer mit oder dein Empfinden oder dein Befinden nimmst du immer mit. Das ist halt das, darum geht es in dem Lied. Die bleibt immer bei dir. Ja. Mhm. Und dann gibt's nach dem Dark Valley und vor dem nächsten Song gibt's ein kurzes Zwischenstück, was ich sehr genial fand. So ein schwebendes, sphärisches, melancholisches Ding mit Glocken am Ende. Mhm. Das ist... ja, ich finde es toll, dass es da drin ist, weil es irgendwie passt es. Es holt einen irgendwo ab und schickt einen irgendwo anders hin. Mhm. Aber was habt ihr euch dabei gedacht? Also ich mag es zum Beispiel, wenn auf, ich höre halt ganze Alben, also dieser ganze, ich meine, das ist ja auch so ein neuer Trend, dieser ganze Spotify-Trend, wo du ein Single raushaust, wo die Leute nur noch ein Lied hören oder so. Das ist es bei uns ja nicht. Das heißt, ich tue ein Album rein und will das Ganze haben. Und wir wollten so eine Art Verbindungskette ziehen, ein Instrumentalstück zu den anderen Liedern. Also, weil danach kommt ja Riven quasi und das fängt halt sehr tranig an. Das fängt sehr gewaltig langsam an. Und wollten da ein bisschen Fahrt rausnehmen aus dem etwas heftigeren, was vorher kam. Und wir lieben es halt, so Introductions zu machen. Das haben wir auf den anderen Alben auch gemacht. Nur jetzt haben wir seit der Locus angefangen, auch damit Melodien zu verbinden, das in unser Live-Set zu integrieren, quasi. Dass wir halt so quasi, ja, so ein Theaterstück, dass du halt quasi verschiedene Phasen auch Live-Sets mit hast. Weil nur Geballer ist bei uns halt nicht. Aber nur Schmuse ist halt auch nicht. Dass die Mischung macht's halt, ja. Mhm. Ja, wie gesagt, ist euch gelungen. Der Übergang ist in meinen Ohren grandios. Also ich find's toll. Das Super. Ist wirklich eine richtig schöne Geschichte. Und das eben schon angesprochene Riven ist natürlich, wie soll ich sagen, es ist einfach genial. Also musikalisch umgesetzt. Ne, dieses melodische langsam aufbauen. Mhm. Langsam aufbauen kann man nicht sagen, weil also der Übergang ist ja recht hart, ne? zu dem schnelleren. Aber es fängt wirklich melodisch harmonisch an, was mich da wieder so ein bisschen irritiert hat, sind diese Marching Drums. Ja, das ist dieser Marschrhythmus von den Trommeln da am Anfang. Am Anfang das, ne? Ja. Mhm. Da war ich wieder, was kommt jetzt? Also wenn du diesen Song zum ersten Mal hörst, denkst du, was haben die sich, was wollen die damit sagen? Mhm. Was passiert da? Mhm. Das ist auch wieder eine sehr schöne, abenteuerliche Geschichte. Mhm. Ja, wir haben das immer sehr als lässig empfunden, am Anfang, das mit diesem Snare-Intro. Zu diesem, ausgespielten Chords und diese Anfangsmelodie, die der Aaron dazu spielt, die ja so ein bisschen wehmütig erscheint, weil das Riven ist auch so ein wehmütiger Song. Also übrigens ist Riven mein persönliches Highlight auf dem Album und zeigt eigentlich auch ganz klar den Übergang von Sober Truths, Locus oder davor, jetzt in die Psychosis. Zeigt aber auch ein bisschen den Weg, den ich anders gegangen bin. Ich hatte ja auch noch andere Gruppen, ne? Ist schon ein bisschen, ne? Die andere Gruppe hatte hier mal Kaliber X, sag ich mal, ne? Hat was davon, ein bisschen, diesen Groove. Und der öffnet sich halt sehr schön. Und wo der Schlagzeug ein bisschen heftiger wird, ist halt diese alte, so eine gewisse prollige, wie sagt man, eine prollige Substanz in dem Lied zu erkennen. Ja. Ne, das ist hau raus, das Ding und so weiter. Ne? Also quasi eine Beschwerde, aber auf prollig. Mhm. Aber eigentlich geht es tatsächlich um die Zerrissenheit und ist für mich eine Hommage, unser erstes Album, weil da haben wir es nicht geschafft, ein Lied Riven zu nennen, sondern nur das Album. Und ich denke halt gern auch daran zurück. Ja, aber wenn ein Lied 12 Jahre reift, dann
ne, hat das auch genau. wieder Vorteile. Ist ja nur eine Hommage, das Lied gab es ja vorher nicht, aber wir hatten damals das erste Album Riven genannt und jeder hat mich gefragt, warum heißt das Riven? Ne? Dieses Riven, wo kommt das her? Das ist jetzt eine Zerrissenheit, da sind wir wieder bei der menschlichen Seele, also die innere Unzufriedenheit, die innere Beweglosigkeit, die innere Unruhe, die Zerrissenheit in den letzten Jahren zum Beispiel auch im politischen Lager oder alles, was, ne, ich bin ja schon zerrissen, wenn Donald Trump Präsident wird. Da frage ich mich, wenn man das mal sagen darf, allen Ernstes, ja, wie kann man den Mann wählen? Aber wir wollen zwar aus der Musik die Politik raushalten, ja, weil es hat genau. keinen Sinn, ne? Aber genau. nee, aber ganzen Faktoren. Ich habe sehr viel mich auch beschäftigt mit den Nachrichten der letzten Jahre und kam auf keinen guten Nenner. Und das hat, ja, eine Art Zerrissenheit. Kann man aber auch sehen, alte Freundschaften, die nicht mehr da sind, die nicht mehr gepflegt werden, obwohl man ja eigentlich sehr gut verbunden ist, viel besser als früher, klappt das aber nicht besser. Ja, wie gesagt, ich rufe nochmal alle Leute dazu auf, ja. Redet mal mehr miteinander. Wenn ich sowas nicht zuordnen kann oder wenn ich jetzt ein neues Album habe, wo da Titel drin sind, die mir jetzt spontan nichts sagen, dann wie man das heute so macht, man geht auf Google, tippt das ein und dann hat Google mir als ersten Begriff oder als erste Lösung dazu angeboten, den schwedischen Begriff Riven, der da im Prinzip übersetzt Getriebene heißt. Ja. Das fand ich im Zusammenhang nicht hundertprozentig schlüssig, aber durchaus passend. Ja, also man ist ja quasi von seiner eigenen Zerrissenheit auch getrieben. Ich meine, wenn du jetzt über Jahre auch in der Bandszene unterwegs bist oder wie ich auch als Veranstalter tätig bist, musst du ja einen gewissen Antrieb haben. Manchmal hast du aber auch natürlich auch das Gefühl, der Antrieb ist so enorm, dass man natürlich gewisse Sachen nicht mehr erkennt oder dass man vielleicht so in einem Wahn einfach weiterläuft. Da muss man halt mal irgendwo so einen Stopp finden. Ist das eigentlich super gelaufen? Kann ich da was ändern? Und so weiter. Also der Übergang vom Getriebenen oder Zerrissenen zum Mitgerissenen ist relativ schmal, ne? Richtig. Ja. Und zum Wahnsinn. Mhm. Und das wird in dem Song quasi dann auch so dargestellt, ja. Richtig, super. Ich brauche gar nichts sagen, Mensch. ihr beschäftigt euch überwiegend mit solchen psychischen Geschichten. Auf der Platte jetzt wirklich enorm und deswegen kam auch dieser Albumtitel dann, obwohl der am Anfang nicht bei allen auf guten Anklang fand, bei Psychosis, aber ich fand das dann irgendwie immer mehr ausgesprochen, Psychosis, fand das immer interessanter, weil tatsächlich im Lied dreht es sich um die Psyche der Menschen, die eine Art Psychosen entwickeln, deswegen auch das Cover. Die Schläuche, wo wir angeschlossen sind, quasi, naja, wenn die keine Risse haben, leiden wir an Psychosen. Wenn du einen Riss reinmachst in den Schlauch, kommt direkt Farbe ins Leben. Das heißt, wie bei der New Slavery World damals auch schon gemeint, sind wir halt alle, ja, Sklaven des Systems. So sehen wir das, machen das auch brav und das tut uns allen aber nicht gut. Es fallen Leute runter und wenn sie runter sind, werden sie nicht mehr gesehen. Das, darum geht es quasi. Naja, diese psychischen Erkrankungen nehmen ja nicht ohne Grund immer mehr und immer schneller zu. Richtig. Ja, das heißt, unsere Gesellschaft hat da irgendwo ein Problem. Und es wird aber auch anders anerkannt. Das heißt, heute, wenn jemand heute sagt, ich bin jetzt psychisch gestresst, das konntest du, glaube ich, vor 20 Jahren, warst du da direkt irgendwie, weiß ich nicht, bekloppt oder so. Ja. Oder irgendwie, mittlerweile ist es ja normal, dass jeder zweite Psychiater rennt, das Gefühl. Ja gut, wenn sowas normal wird, ist es auch wieder nicht gut, ne? Ich glaube schon, dass wir viele Hilfsmittel bekommen haben in der Technik, in dem Fortschritt. Auch jetzt Facebook ist ja auch nützlich für uns als Band. Wir nutzen das. Aber ich glaube, dass der Mensch an sich überfordert ist. Sowieso eine Art Einweisung hat nicht stattgefunden, wie man damit umzugehen hat, weil sie selber nicht wussten. Das Ergebnis haben wir jetzt. Jetzt versuchen sie es wieder irgendwo einzudämmen und Datenschutz kontrollieren und so weiter. Bloß nicht so viel vor dem Rechner hängen. Aber im Endeffekt hat das ja irgendeiner dann gestartet und alle haben mitgemacht und keiner kam und sagt, ja, aber ne, das ist halt der Lauf der Zeit. Ne? Ja, so ist das halt mit den neuen Medien generell, wenn etwas gibt. Und der Druck ist ja größer geworden. Wenn natürlich. Ich ja heute, auch als öffentliche Person ist der Druck größer geworden, auch meine Meinung zu sagen, das fällt ja auch auf. Es werden ja immer weniger Meinungen gesagt, habe ich das Gefühl. Das heißt, weil du halt in der Öffentlichkeit anders darstellst, als vor 20 Jahren hast du einen Brief gekriegt, heute kriegst du auf deiner Timeline einen Shitstorm. Ja. Da hat da keiner Bock drauf. Und im Endeffekt sind, glaube ich, die Menschen auch vorsichtiger geworden, weil natürlich auch die Überwachung
jetzt nicht die Überwachung, sondern wirklich überall wirst du aufgenommen. Du bist halt, Bewegungsmuster werden erstellt, Bewegungsprofile. Deine Werbung ist auf dich zugeschnitten mittlerweile. Also es nimmt eigentlich keinen guten Lauf, weil wir wissen ja noch aus einer Zeit, wo wir herkommen, da sind die Leute auf die Straße gegangen, um genau das nicht haben zu wollen. Aber die Leute sind jetzt auch alle mit vernetzt. Ich glaube, dass wir nicht genug vorbereitet worden sind auf diese Smartphones. Das hat das nämlich alles ausgelöst. Vorher mit dem Handy, da mit dem Knochen eine SMS schreiben, das war ganz anders. Heute bist du quasi mit einem Klick, kannst du ja, weiß ich nicht, entweder irgendeinen dissen, du kannst einen hochleben lassen. Du kannst mit einem Klick Leute ja in schwierige Situationen bringen, finde ich. Ja, das Smartphone ist, wie sagt man so schön, Segen und Fluch. Segen und Fluch, genau. Ja, also das ermöglicht zum einen diese Überwachung von uns ständig und überall, wenn wir das nicht kontrollieren. Genau. Und man ist natürlich, was mit dem Handy oder dem Telefon an sich auch schon gegeben war, man ist immer verfügbar und immer erreichbar. Das ist doch auch, ne, wenn du jetzt auf einer Firma bist, du bist immer erreichbar und arbeitest immer weiter. Ist ja klar, dass da irgendwie so eine Art, Überlastung entsteht. Und das wird dann meistens auch mit der Psyche nicht richtig vereinbart. Das heißt, die Leute gehen weiter, machen es weiter. Und irgendwann kommt dann der Zusammenbruch, ne? Der berühmte Burnout oder wie ist es, das ist ja nur ein Modewort. Aber die Psyche ist erkrankt. Und wenn die Psyche einmal erkrankt ist, ist es schwieriger, die wieder so in Ordnung zu bringen. Ich glaube, ganz in Ordnung geht es sowieso nicht mehr, dass die Menschen damit glücklich leben können. Das fehlt ja auch richtig. Dann. Ne? Ja, wie gesagt, was immer häufiger auftritt oder was mir persönlich auffällt, ist, dass du im Prinzip keine Rückzugsmöglichkeiten mehr hast. Dir fehlt wirklich diese Ruhe, diese Entspanntheit. Einfach mal in der Hängematte liegen, in den Himmel gucken, nichts tun. Weißt du, so dieses, wo dann der normale Bürger schon wieder sagt, wie, was hängt der denn schon wieder rum, ne? Hatte nichts zu tun. Ne? Also einfach mal dieses Abschalten fallen lassen, sich mit nichts beschäftigen, einfach mal die Gedanken ruhen. Das gab es früher auch schon, aber die Ruhephasen waren halt, ich meine, es war halt, ja. Gefühlt waren die mehr da. Ne? Ja, allein schon bedingt aus der Tatsache, ich meine, früher Fernsehprogramm, ne? ARD, ZDF ist dritte, um 22.30 Uhr war Sendeschluss, da kam das Testbild und dann war Ende. Das so, stimmt, was machst du da? Heute selbst durch die Gegend. Ne? Obwohl, ich habe schon gesappt, als der vierte Programm schon aufkam, da kam ich schon nicht mehr klar. ja, aber deswegen wünschen sich ja, wenn man mal sagt, viele auch so, die aus der DDR kamen, ne? Viele die DDR zurück, weil sie quasi ein System hatten, wo sie Vorgaben hatten, die ganz klar waren und sich nicht unbedingt überlegen mussten, werde ich Maurer, werde ich Elektriker oder habe ich das Programm zu gucken? Die haben das, ne? Und viele sind damit sehr gut klargekommen. Ich glaube, dass auch viele hier damit besser klarkommen würden als mit so viel Auswahl. Also ich kenne das von mir, ich habe so viele Auswahlmöglichkeiten am Tag, dass ich manchmal nach 2 Stunden noch gar nicht weiß, welche nimmst du denn jetzt? Ja, wie heißt das so schön? Freiheit ist ein hohes Gut, ja. Ne? Aber wer kann schon mit Freiheit umgehen? Richtig. Das ist so. Ne? Und wie gesagt, diese Möglichkeiten, die sind halt nun mal sehr, sehr vielschichtig in der heutigen Zeit. Mhm. Und das wirklich in gezielte oder in gerichtete Bahnen zu lenken, ist für den Einzelnen garantiert nicht einfach. Genau. Also wie gesagt, das ist ja. Im Kern ist es das auch, worum die Platte sich handelt. Ja, daraus können Psychosen entstehen oder auch nicht. Ich meine, manche finden das total geil. Wir wollen doch mal nicht hoffen, dass die Platte dafür verantwortlich ist. Die nächste wird dann auch irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, ja. Greif jetzt nicht vor, es sei denn, du hast schon ein konkretes Bild. Nein, nee, noch gar nichts. Wir haben ein neues Lied, was schon in Dings ist, aber sonst haben wir noch gar nichts, ja. Gut, der Horizont Nummer 5 auf dem Album. Bemerkenswerte oder aussagekräftige Liedfragmente: We are create living monsters. Mhm. Naja, wir sind quasi, wir erschaffen ja unser eigenes, ist ja auch wieder so auf das bezogen. Man kann es natürlich jetzt, mittlerweile kann man sich auch selber vermarkten, verkaufen, man kann sich selber darstellen anders durch die verschiedenen Möglichkeiten und dann laufen wir alle wie kleine Monsters durch die Gegend und böse, nette Kreaturen und wollen die Welt verändern im Endeffekt. Das ist dann der Horizon, den wir uns dann gesagt haben, aber jetzt kommt's, ja, das Problem ist ja immer der Leader, also der Führer oder der Kapitän,
der von oben stinkt, der Fisch stinkt immer von oben. Das ist auch bezüglich mal Politik rauszunehmen, aber auf manchen Ländern bin ich halt nicht mit einverstanden, muss ich sagen, wer da gerade gewählt worden ist in einem demokratischen Land, wo ich mich allen Ernstes frage. Ist ja auch ganz normal. Ist das euer Ernst? Und in dem Lied wird eigentlich ganz krass dazu aufgerufen, den zu entfolgen. Das heißt, glaub nicht alles das, was er dir sagt, mach nicht alles das, was dein Chef dir sagt. Es ist nicht alles super, nur weil jemand dir die Richtung vorgibt. Denk selber nach. Die Message ist eigentlich, dass du selber zu dir stehen sollst und selber für deine eigene Freiheit kämpfen musst. Das ist der Horizon quasi. Und in den Strophen beschreiben wir das ein bisschen, ne, was wir sind, und der Refrain löst es halt auf. Ich meine, das Gegrunze versteht dann kaum einer, aber das ist natürlich hinter. Ja, aber wie gesagt, das Gegrunze als Effekt ist ja durchaus gewollt und auch stilvoll platziert. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie... Genau. Ja, das sind so neue Gesangselemente jetzt von mir, die bei der Locus aufkamen, dass wir auch diese Growls-Stimmen reinsetzen. Und ich kann die jetzt ein bisschen gezielter reinsetzen, weil ich sie besser beherrsche, und trotzdem ist sie der typische cleane Schrammgesang noch drauf und dieses typisch eigenständige, ich hab immer so einen eigenständigen Gesang, das heißt, du erkennst sofort, dass das der Thorsten ist. Ne? Ich vergleiche das immer hier im Campino oder so, ne? Wo die sagen, singen kann er nicht, aber ich erkenne sofort, wenn er dran ist. Ne? Kann ja auch ein Markenzeichen sein. Ist es schon, ja. Ja, süß. Denke ich. Ja, also das ist alles, schon. Alles gut. Das ist nicht für die, ich sag mal, für alle was, für die Masse was, aber ich sag dir, für die uns lieben, ist es das Größte, ja. Was mir aufgefallen ist oder was ich so ein bisschen vermisse, ist der relativ sparsam eingesetzte Background-Gesang. Ja, kann ich dir auch was so sagen? Also mit den Backup-Vocals haben wir quasi, das ist immer so ein innerer Kampf von mir gewesen. Auf den anderen Platten gibt es kaum Backings, die habe ich alle selber gemacht. Auch diesmal habe ich sehr viele Backings selber gemacht. Ich möchte immer, dass einer die Backup-Vocals übernimmt, und bei der Jules war ich endlich fündig und habe sie eigentlich noch zu viel mehr aufgefordert. Aber das muss man halt auch dosiert einsetzen, und das ist jetzt der Stand der Dinge. Und im weiteren Verlauf wird das eigentlich immer mehr peu à peu, wenn sie denn darauf wirklich Lust hat, das auch zu machen. Weil sie hat wahnsinnig Talente für das, sagen wir immer wieder, aber sie setzt es halt noch sehr spärlich ein. Und wir freuen uns schon quasi auf mehr da, weil genau das ist es ja. Ich zum Beispiel würde es begrüßen, viel mehr Backings auch, damit ich mal Luft zum Atmen habe. Weil manchmal mache ich auch live meine eigenen Backings, das überschlägt sich dann auch. Und das ist schon ganz schön anstrengend, wenn du auch gleichzeitig Gitarre bedienen musst. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, wie soll ich denn darauf, was du da machst, so singen? Also es ist ja nicht ganz einfach, weil ich eine eigene, ne, eigenen Groove habe. Natürlich. Aber auch das kann ich sagen, ab und auf der Psychose schon angedeutet gehört, wunderbare Stimme. Also das sind meine Lieblingsbackings, und das wird auch mehr davon geben. Ja. Definitiv. Also da, wo man sie hört, sind sie toll. Ja? Wo ich dann den Eindruck schon wieder habe, fast ein bisschen zu leise. Ne? Absolut. Also, absolut. Schöne Sache. Absolut. Also wenn die ins Mikro geht, da hast du so eine Angela Gustav auf einmal vor dir stehen. Also das ist Wahnsinn. Aber wie gesagt, das ist so eine innere Sache. Das ist halt quasi, das wird mehr gefordert, und ich hoffe, es wird auch bald mehr bedient. Ja, also kannst du ihr gerne von mir sagen. Mach ich. Schön. Das mache ich auch. Ausbaufähig. Das auf jeden ich Fall. Auch. Ja. Ja, womit wir dann bei der Utopia wären. Wo wir immer nach suchen und die Zeit nicht anhalten können. Ja, und wenn man jetzt die Platte bis hierhin gehört hat, ist man natürlich auch schon wieder so ein bisschen gestresst. Nicht gestresst, die ist ja sehr schön zu hören, weil die sehr schön zusammenhängt. Man geht halt durch verschiedene Gefühlswelten. Und bei Utopia ist es wieder so ein bisschen, wir wollen nichts, wir wollen nicht nur negative Sachen, wir wollen auch ein bisschen Hoffnung spüren lassen. Und diese Utopie, die jeder Mensch hat, die sollte, ist wie ein Traum. Mhm. Die sollte sich auch jeder bewahren und daran glauben. Und wenn er 90 ist oder 80 ist. Aber dann geht die Sonne auch wieder auf. Weil wenn der Mensch sein Glaube verliert an irgendetwas oder an seine eigene innere Stärke, eigentlich war es das. Und das ist echt traurig. Und das darum geht es quasi in Utopia. Die Selbstaufgabe. Ne, zum Beispiel für uns Utopia, es ist utopisch. Für uns zum Beispiel, wenn einer sagt, ja Mensch, ihr spielt ja so viel, dann müsst ihr da auch mal Geld für kriegen, oder irgendwie, ihr macht doch so viel, wie viele Platten verkauft ihr denn so, da muss doch was rauszuholen sein, zum Beispiel. Und das ist für uns utopisch, das ist einfach utopisch, weil es nicht der Realität entspricht. Utopisch ist aber auch, dass wir alle ohne, was ich halt nicht hoffe, ohne Krieg, sag ich mal, es zu Ende kriegen. Ne? Ich sag mal, wir haben ja die Generation, wir kennen das ohne Krieg, aber laut der Geschichte
glaube ich nicht, dass es hält und so wie es sich anfühlt auch nicht. Das ist so die Sorge. Ja. Die Zeichen stehen im Moment wieder auf Sturm, ja. Das ist naja, rüstet einfach so. Alles auf und irgendwo wird es dann knallen. Aber das ist dann keine Utopie, sondern das ist mehr so eine, ja. Wie gesagt, aber Utopie soll mehr so ein bisschen die Hoffnung verbreiten und es ist so, es stricht ein bisschen raus, weil der, also ich habe immer gedacht, es geht mehr in die Power-Metal-Richtung, oder? Dieser Refrain, ne? Der ist so ein bisschen, der ist halt gesungener, ne? Ja, so ein bisschen schon. Obwohl man mir sagt, das ist auch kein Power-Metal, aber ich hatte so das Gefühl beim Spielen, ne? Ich habe viele Leute, die mögen diesen Song sehr gerne und sagen natürlich, mach doch mehr davon. Aber es gibt halt genauso viele Leute, die sagen, mach mehr Solitude. Ne? Das ist ja, halt immer. Das wirst du immer haben. Also genau. Ich, wie gesagt, bei euren Alben, also jetzt gerade bei dem Locust und bei dem Psychosis, ist für mich ganz klar das ausschlaggebende Argument. Weil, wie gesagt, ich komme nicht aus dem Dark Black Metal. Für mich ist das schwieriges Material. Ich kann sowas nicht wirklich lange hören. Mhm. Aber bei euren Alben schätze ich diese Abwechslung, diese Elemente, mit denen ihr spielt, hin und her. Und das macht es für mich wieder interessant. Genau, also wie gesagt, wir wollen auch am Ende immer noch so die Hoffnung da sein. Also es gibt immer auch noch so einen Lösungsvorschlag am Ende, um dann da rauszukommen. Mhm. So ein kleiner Hinweis, Mensch, das ist jetzt nicht jeden Tag alles negativ. Aber wir verwursteln natürlich viele negative Sachen, auch mit den Stimmungen der Gitarre. Das merkt man auch zum Beispiel an den Solis jetzt ganz stark, da ist sehr viel Gefühl drin, aber auch sehr viel krasse Härte und Schnelligkeit und manchmal auch so ein Overdose, so ein richtiger, ja, wir nennen das immer so Überdosis an Rock'n'Roll da drin, das eigentlich schon zu viel ist, aber genau das ist auch schon wieder der Reiz, ne? Das ist so. Ja, ne? Also wie gesagt, das erste Hören dieses Albums ist eigentlich ein Erlebnis. Also das sollte man irgendwie intensivieren. Also nicht irgendwie ins Auto und irgendwo hinfahren und nebenbei hören, sondern ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, genau. Augen zumachen und wirklich intensiv genießen. Haben wir jetzt seit der Locust aber auch uns so vorgenommen, diese Alben noch spezifischer ineinander, wie sagt man, also als Alben noch für den Hörer so interessant zu machen. Das heißt, du setzt dich hin und hörst es mal ganz durch und schon hast du ein tolles Erlebnis gehabt, als wenn du jetzt ein Stück rausnimmst, das mal im Auto anhörst, ne? Das ist nicht so unser Form. Da sind wir sehr oldschool, also muss ich schon sagen, da stehe ich auch drauf. Ich höre auch hier zu Hause ganz viele Alben einfach durch und finde meistens sogar Tracks, die gar nicht mehr so released worden sind in der Öffentlichkeit, wesentlich geiler. Aber das ist ja immer so. Aber das ist auch irgendwo unsere Zeit, ne? Wenn man mal zurückdenkt, früher das Vinyl, so eine Platte hat man aufgelegt, die Nadel aufgesetzt und die umgedreht, hat man laufen lassen. Wieder umgedreht. Ja, genau. Also da hat man einfach nicht den einen Track rausgenommen. Das ist erst seit diese MP3s da sind, dass man jeden Titel einzeln anklicken kann. Und ich glaube, im Duschen hört jeder so 2-3 Songs vielleicht am Stück von jeder Band und dann sind die woanders. Und wenn du woanders bist und dann wieder dich reinfinden musst, hast du das ja schon wieder weg. Ne? Finde ich ganz, ganz furchtbar. Ist halt, ich meine, ja. Ja, ja, also für mich ist ein Album immer noch ein Gesamtwerk. Ja. Liegt wahrscheinlich dann doch eher am Alter. Ich glaube, das höchste Gefühl für uns war früher so eine Tape-Mix-Kassette mit verschiedenen Liedern drauf. Das war für uns schon großartig. Ja. Gut, dann gibt es Nummer 7 auf Psychosis. Ein rearrangierter Song namens Sober. Und ich muss ehrlich sagen, der ist schön geworden. Dieses Lied, also wie gesagt, da gibt es natürlich auch so Diskussionsgrundlagen. Warum nehmen sie denn den Sober? Der war doch schon bei der Locust drauf und arrangieren den ein bisschen um. Aber Sober hat halt die Geschichte, dass wir eigentlich seit 3-4 Jahren wieder versuchen, so einen Titelsong für die Band, also was man live quasi vielleicht mitmachen kann oder für die Leute so eine Identifikation ist mit uns, herauszubringen. Und ich finde, dass der Song bei der Locust komplett untergegangen ist. Der ist komplett in diesem Album verschwunden und der, weiß nicht, ich glaube, zwei Leute kamen und sagten, geil, aber das war's. War immer nur im Vordergrund, dieses Leaves the Locust, Paragon, ne? Irgendwie war das sauber, auch in der Live-Setlist war das irgendwie zu dünn. Den haben wir einfach aufgemotzt und dann Grolls drunter gelegt und soll eigentlich so eine Art Hymne für uns live dann sein, wie damals Taste oder Victim. Ja, also ist definitiv gelungen, also jetzt ist er auf jeden Fall da. Ja? Finde ich auch. Ja. Das ist sehr kräftig geworden. Ja. Also da ist er und ist auch wirklich, wie du sagst, kräftig und fett. Genau. Schönes Ding. Dann kommen wir zum Titelsong des Albums. Eine Selbstbetrachtung, meine Reise, mein Ziel, Zorn, Wut. Ja, also man kann schon sagen, also dieser Titeltrack Psychosis, das ist schon so eine
innere Angelegenheit, auch von mir eine Aufarbeitung der Dinge, die alle, was alles geschehen ist. Und ja, habe einfach mal auch die dunkleren Seiten aufgelistet und mein Empfinden quasi auch mal dargestellt. Ja, ist ein bisschen trauriger, der Song, obwohl der im Refrain sich ja wieder auflöst. Aber vom Grundsatz war das eher so eine Stimmung, ja, wie soll man die Stimmung? Das ist ein bisschen eine resignierte Stimmung, um das mal dann ja so zu präsentieren. Ist er für so ein Resümee nicht ein bisschen kurz geraten? Naja, da kommt ja dann noch was. Also das ist ja der längste Song der Platte. Und es war auch der Song, wo die Richtung eigentlich für die nächsten Sauber-Sachen schon vorgibt. Das heißt, wir benutzen jetzt auch cleane Elemente, weil das war nämlich übrigens ein, ich glaube schon fast ein Debüt, dass wir längere, cleanere Parts hatten mit einer cleanen Gitarre. Haben wir vorher nicht benutzt, auch geschuldet, weil wir keinen Drehter hatten. oder der das so bedienen konnte, wie jetzt der Aaron zum Beispiel. Aber wir versuchen halt so Songstrukturen aufzubrechen und das macht er sehr schön. Beim ersten Mal hören hat unser Tontechniker uns in die Ohren gehauen und gesagt, der ist geil, aber der hängt sich ja gar nicht fest, weil es passiert viel zu viel, ne, geht immer in eine andere Richtung. Obwohl, wenn man den ein paar Mal hört, finde ich, alle Teile sich sehr gut zusammenfügen. Oh ja. Ne, die Strophe schon fast balladesk rüberkommt, also ein bisschen wie sagt man, melancholisch. Mhm. Ne? Und damit brutaler Härte das ganze Ding auflöst. Ja. Also es geht halt um diese Anger, Fear, Hope. Ne? Es geht halt quasi um die menschlichen Gefühle. Einfach rausgeschrien, ein Mensch muss die haben. Und ein Mensch muss damit umgehen lernen können im Leben. Und das ist so dann das Ergebnis. Und indem man das ausspricht, geht es ihm auch übrigens viel besser. Meistens, wie gesagt, wenn man sich über etwas ärgert oder wenn irgendwas negativ ist, dann muss es raus. Ja. Das ist schon so sehr gesellschaftskritisch auch geworden, der Song. Ja, ja, und auch aber hier. Was ist denn Psychose? Sagt dir jemand, dass du eine hast? Nee, natürlich ist, nicht. Genau, ist die Psychose nicht auch gemacht von deinem Umfeld oft? Das erlebe ich ja leider auch sehr oft, ne? Weil man denjenigen nicht hat machen lassen oder sich entwickeln lassen. Ja, wer weiß, ne? Oder ist er am falschen Arbeitsplatz gewesen oder mit den falschen Leuten zusammen viel zu lange und so weiter, ne? Was heißt, falsche Leute gibt es ja nicht. Es gibt halt nur, es passt oder es passt nicht. Der eine nimmt das so wahr und der eine so, ja. Und ich bin übrigens ein Verfechter, wenn es einem schlecht geht, auch ehrlich zu sagen, was er hat und einen bedrückt. Also das direkte Gespräch ziehe ich vor und das würde zum Beispiel 50% aller Probleme lösen, denke ich. Wenn jeder weiß, wo er dran ist. Wenn nicht sogar mehr. Genau. Ja. Aber wie gesagt, auch wieder hier der erste Höreindruck. Das Ding fängt so schön an. Ja. Ne? So melancholisch, melodisch. Man versinkt da fast drin. Und dann kriegt man so richtig den Schlag in den Nacken. Ne? Genau. Das ist also genau. Schön. Das ist quasi wirklich das Zeichen, so du kannst jetzt entweder hier 50 Jahre rumjammern. Oder du machst was. Und tust dein Ding halt quasi durchziehen. Du wachst auf, ne? Awake them. Das heißt, die ganzen Gefühle, auch wenn es schlechte Gefühle sind, müssen auch wieder neu entfacht werden, weil ich sag mal, ohne Feuer kannst du zum Beispiel auch so eine Band nicht machen. Und wenn man sich jetzt nur irgendwie in negativen Gefühlsduseleien hingibt, dann wird das auch nichts. Das heißt, ja. Und wenn man schon schlecht dran ist, das in die Öffentlichkeit sagt, dass man schlecht dran ist, das bringt dir wahnsinnig viel. Und ich glaube, die Türen werden dann geöffnet sein für weitere tolle Wege. Ja, wie gesagt, das Ineinander oder das in sich hineinfressen und das in sich versinken und das Verschließen nach außen, das kann keine Lösung sein und wird auch nie eine Lösung sein. Haben wir als Musiker halt einen ganz klaren Vorteil. Oder ich jetzt als, ne, als Schauter oder mit Songwriter kann natürlich da ins Mikrofon bellen. Und ich kann dir sagen, wenn ich mal 3 Wochen nicht probe, dann ist das aber auch, muss das raus, ne? Ja, klar. Und das ist so mein Hilfsmittel. Alle kennen mich halt als netten, umgänglichen Typen, ne? Aber da ist schon eine Menge Zorn und Wut innen drin verpackt, die ich dann mit so einem Ventil auch rauslasse. Und ja, besser über die Musik, als wenn du jeden zweiten auf der Straße einen runterhaust, ne? Das kann ja auch keine Lösung sein. Da gibt's ja auch, es gibt ja so Menschen, ich meine, die treffen sich zur dritten Halbzeit, hauen sich die Fresse ein, was wegen ihrem Scheißverein, was weiß ich, ne? Ja, gibt's. Ja, muss aber nicht sein. Ich glaube, dass jeder Mensch so auch so gestrickt ist mit seinem Selbst. Wie er damit halt umzugehen hat, ist halt immer eine Frage, wie die Erziehung war und wie er sich entwickelt hat als junger Mensch. Wie die Möglichkeiten waren. Da ich in der Sozialarbeit ja über
über 12 Jahre tätig war, mit jungen Menschen gearbeitet habe, habe ich da eine Menge an Input bekommen. Vielleicht ist es auch so eine Aufarbeitung dieser Geschichte, weil ich habe auch mal den Rand der Gesellschaft kennenlernen dürfen, ganz hautnah, und ich kann sagen, dass da ganz viele junge Menschen sind, also die wirklich alleine gelassen werden, und ja, wie gesagt, das ist schon so ein trauriges Beispiel. Ja, das ist so. Ja. Und wie gesagt, vor Leuten, die wirklich in der Sozialarbeit tätig sind, kann ich nur immer wieder meinen Hut ziehen. Weil ja, das ist wirklich ein richtig harter Job. Ja, der dich nicht nur körperlich fordert, sondern vor allen Dingen mental enorm belastet. Ja, der kann gleichzeitig alles. Der kann belasten, dich aber auch erfrischen. Das heißt, ich habe auch davon gewonnen, mit jungen Menschen zu arbeiten. Jung heißt jetzt in dem Fall von 16 bis 25 in so einem Ausbildungsform. Das heißt, junge Menschen in Arbeit zu bringen auf den ersten Arbeitsmarkt, was völlig unmöglich war, wenn du schon aus einem Ort kamst, der auf dem Papier für die Firmen nicht geeignet ist. Die sortieren dich direkt aus, wenn du keinen Abschluss hast, keinen Schulabschluss. Also eigentlich das Gleiche, wie wir früher auch hatten, nur noch mit mehr Druck. Das heißt, von vornherein wurde aussortiert. Und Herkunft war mal ein Thema. Das heißt, der konnte noch so gut sein, der Junge hatte keine Chance. Mhm. Und dann kam es immer, wie es kommen musste. Was machen junge Leute, wenn sie weggedrängt werden? Die rebellieren und gehen an den Rand und formieren sich quasi in Gruppen, und schon ist der Ärger groß. Und im Endeffekt, wenn man die näher kennenlernt, was für unheimlich sympathische Leute es eigentlich sind. Versteckt. Weil das wäre ja schwach, wenn man sagen würde, wir sind aber die Guten und die Tollen. Das ist ein anderes Thema. Da könnte ich ja ewig drüber philosophieren. Wie gesagt, Menschen in dem Alter können eigentlich gar nicht kaputt sein, ne? Weil das Kaputtgehen, das funktioniert eigentlich so nach meiner Erfahrung erst im Laufe des Berufslebens, ne? Durch schlechte Chefs, schlechte Kollegen, negative Erfahrungen. Man kehrt sich immer mehr von diesem positiven Denken ab und geht zurück in seine kleine Welt. Mhm. Aber der Grundstein ist immer, dass im jungen Alter die Erziehung quasi oder das Umfeld, wo man aufwächst. Natürlich. Ist der Grundstein. Und was da alles passiert, ist halt später schon dann vorgezeichnet. Und wenn man seine Kinder einfach nur wachsen lässt und alles andere an Input vermissen lässt, was sehr viel passiert, macht man sich halt Sorgen, ne? Ich meine. Natürlich. Ja, wir waren jetzt früher auch nicht die Schlauesten, aber ich glaube, da so ein paar Sachen muss man halt mitgeben, ne? Ja. So einen gewissen Grundstock sollte man. Ne? Deswegen sage ich, also Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Zusammenhalt, das sind halt alles Faktoren, die man halt mit auf den Weg kriegt. Mhm. Kein Mensch wird geboren als dummer Mensch oder als Arschloch, überhaupt nicht. Natürlich nicht. Ne? Gut, es gibt natürlich Defekte, Gendefekte, die dann aber krankheitsbedingt oder als Krankheit anerkannt werden. Da kann keiner was für. Du wirst ja in jedem, egal in welchem Land du wohnst, du wirst immer in das System gepresst, was gerade vorherrscht in einem Land. Dann kommst du, jetzt geht es ja um diese Kita, wird ja am Anfang schon gemacht, du kommst also direkt ins System. Du hast immer 2, 3 Kinder oder nachher Jugendliche, die aus dem System rausfallen. Dafür gibt es nichts. Und ich kann sagen, dass das immer das Entscheidende ist, weil die werden auch 18, 19. Natürlich. Und sich dann beschweren, dass die irgendwie dann ein Auto da kaputt schlagen oder die was wegnehmen, finde ich halt immer sehr seltsam. Ne? Ja, und diese Systemgrenzen, die wir erfahren haben zu unserer Jugend, Schul- und Kindzeit, die waren ja noch relativ weit. Ich habe den Eindruck, dass diese Grenzen immer enger um diese Leute gezogen werden und die Jugendlichen oder die Kinder von heute im Prinzip gar keine Chance mehr bekommen, sich irgendwo frei entfalten zu können. Aber wie gesagt, es wird auch durch diesen technischen Fortschritt, den wir haben, auch neue Möglichkeiten. Es wird auch wieder Leute geben, die daraus hervorstechen. Aber es darf halt nicht so viel hinten runterfallen. Mhm. Und bei uns gab es das früher auch schon, wenn ich mich daran erinnere, dass manche hinten runtergefallen, im System nicht klarkamen. Aber ich meine, es wurde anders damit umgegangen. Heute ist es eher so ein Wegtun. Man berichtet drüber, aber es passiert ja nichts. Also wenn du dem Erzieher weiterhin so wenig Geld gibst und dann mit so vielen Leuten alleine lässt. Mhm. Also diese Personalschlüssel sind enorm, habe ich selbst erlebt. Also vor 30 Jugendlichen zu sprechen, 8 Stunden lang, denen irgendwas zu vermitteln, die, ich sag mal, von der Förderschule kommen teilweise oder gar nicht die Schule besucht haben, ist eine, ohne professionelle Unterstützung, die es gar nicht gibt, echt eine Herausforderung. Und da musst du schon sehr tief mit denen reingehen. Das, gut, hat mir immer Freude bereitet. Habe ich aber heute noch von. Ich habe heute noch ganz viel Kontakt mit denen, begleite sie und Aber schweres Stöffchen. Das ist ein schweres Stöffchen. Aber das wurde auch viel verwurstelt bei Sorbetrus jetzt in den Texten. No. Okay. Ja.
Ja, das wäre. Also eine Fun-Band ist es nicht gerade von den Texten her, aber soll schon Fun machen. Also. Ja, es ist schon schwierig. Also es ist kein Easy Listening. Und ich glaube, im Aufzug wird man sowas auch nicht oft hören. Ne? Ja, das ist ja Jazz, ne? Nee, Fahrstuhlmusik. Also durchaus anspruchsvolles Material. Mir hat der erste Hördurchgang eigentlich am meisten Freude bereitet. Du weißt ja, wie es ist bei Sorbatrus, das musst du mehrmals hören, ne? Da entdeckst du dann die Liebe noch mehr zum Detail. Denke ich auch. Also ja, aber wie gesagt, diese Überraschungen, die ihr da liefert, die sind schon bemerkenswert. Und deswegen ist gerade das erste Hören ist was ganz super. Besonderes für dieses Album, finde ich. Also hat zwar funktioniert. Also wir haben jetzt auch die ersten Reviews schon und es gibt sehr viel positive Resonanz darauf. Und dann hat's ja doch funktioniert. Also wir waren uns, wie gesagt, am Anfang doch unsicher, das so zu nennen und mit diesen Themen, ne, die Leute irgendwie aufmerksam zu machen, weil es halt auch viel sowas schon gibt. Aber wir haben es halt einfach nur in Heavy Metal verpackt. Ja, ist gut gelungen. Denke ich doch, ja. Ja, das wäre es im Prinzip schon für das Album Psychosis, wenn da nicht noch die Nummer 9 wäre, ebenfalls schon zu finden auf der Locus Lunatic Asylum. Ein Titel namens Collapse, den ihr hier in einer Unplugged-Version präsentiert. Genau. Warum? Also, wir haben in den letzten 2 Jahren gemerkt, dass wir auch mal auf die akustische Schiene ein bisschen schielen wollten und haben uns einfach den Song rausgesucht, den wir dann als allererstes akustisch verwurzelt haben, nämlich Collapse, weil der uns 2018 sehr viel begleitet hat, sei es mit unseren 2 Videoproduktionen, die wir gemacht haben, mit dem Ralf Baumann zusammen, sei es live, wo wir gemerkt haben, die Leute feiern diesen Song ab, ne, diese Hookline, diesen Groove. Und haben erstmal aus Spaß quasi gesagt, komm, dann machen wir mal Akustik. Der klang aber erstmal total scheiße. Einfach umgesetzt auf Akustik, war total sinnlos. Deswegen sind wir hingegangen und haben einfach die Gitarre nicht in Drop-Stimmung gehalten, haben die normal gestimmt, haben andere Akkorde benutzt und ich habe ihn einfach anders gesungen. So ein bisschen so, wir nennen das jetzt immer so ein bisschen, ja, was ist das? Metal Country. Nee, Dark Country, haben wir gesagt, ne? Das hört sich fast an wie ein Country-Song, nur so ein dunkler. Also auch die Stimme. Und das fanden wir ganz witzig mit dieser Caron und 2 Akustikgitarren bewaffnet und dann der etwas andere Gesang als normal. Ja. Ja, wie gesagt, wirkt auf jeden Fall ganz, ganz anders. Der funktioniert auch schon bei den Leuten. Das, Gott sei Dank. Ist interessant, auf jeden Fall interessant. Ja. Und ich find's gut, dass ihr euch da als Metal-Kombo in Anführungsstrichen doch in dieses Akustiksegment reintraut. Das machen nicht viele. Ja, das weiß ich jetzt nicht mit dem Reintrauen, aber es ist auf jeden Fall wieder so eine Herausforderung, die uns auch dann neugierig macht und Spaß macht. Und wir finden halt auch manchmal auch schon zum Beispiel so Lieder wie Collapse oder Leave the Locust in the Dick Asylum oder auch ältere Lieder von uns. Ja, zum Beispiel. Wir haben ja jetzt das Gefühl, dass zum Beispiel die Vorgängeralben nicht bis zum Ende ausgereift waren. Die sind jetzt viel reifer, man hört das auch in der Songstruktur, die sind halt viel griffiger im Song selber. Und da merkt man, wenn man auch alte Songs ein bisschen mal akustisch spielt, was für ein Potenzial die eigentlich haben, auch immer noch haben, wenn man die so ein bisschen nochmal umarrangiert. Die Leute mögen das und das machen wir auch seit Jahren. Das heißt, wir gucken immer auch, wer live vor Ort ist. Wir haben mittlerweile eine wechselbare Setlist. Das heißt, wir könnten theoretisch anhand des Publikums, wer da ist, tatsächlich entscheiden, welche Lieder wir spielen. Das ist halt schon mega, ne? Das ist großes Kino eigentlich. Genau, wir wechseln auch die Setlist tatsächlich, damit wir haben immer einen, der immer mitkommt, ne, auch mal was anderes hat. Und so ist das auch. Bei der Release wird eine nicht zu erwartende Setlist auf einmal da stehen. Das haben wir uns schon schön ausgedacht. Ich bin gespannt. Apropos Release, was steht in den nächsten 2, 3, 4 Wochen bis Jahresende bei euch an? Ja, also jetzt packen wir erstmal die Release. Das ist für uns das Highlight in diesem Jahr 2019. Jedes Jahr sein größtes Highlight. Das ist für uns als Band das Highlight, die CD-Release zu feiern, weil das haben wir nämlich seit 2012 gar nicht mehr gemacht. Das heißt, ich kenne das, du bringst ein Album raus, machst eine Release-Party. Irgendwie ist seit 2012, da haben wir News Level Revolt haben wir so rausgebracht und die Locust haben wir auch ohne Release-Party rausgebracht und haben einfach gespielt. Und diesmal haben wir uns entschieden, nee, Pustekuchen, das ist so geil, das Zeug. Wir nehmen uns das Kubaner Siegburg, das haben wir schon vom Dreivierteljahr, halben Jahr klar gemacht und feiern eine ordentliche Release-Party und nehmen dann als Gimmick
weil wir gesagt haben, Mensch, die Karte wird 12 Euro kosten, 15 Euro Abendkasse. Wir packen das Album einfach als Gimmick mit rein, auch als Dankeschön. Ne? Und ja. Das heißt, ihr nehmt den normalen Eintritt mehr oder weniger und legt euer Album oben drauf. Als großes Dankeschön für unsere Treuesten der Treuesten, eigentlich auch für alle, die uns auch kennenlernen wollen. Das, finde ich, macht man einmal und das ist auch in Ordnung so. Gut, ich nehme an, das Cubana ist mittlerweile bisher also ausverkauft. Naja, ausverkauft ist es noch nicht, aber es wird jetzt nicht gerade wenig. Ja, also wer im Prinzip eine geile Show sehen will und noch ein Album geschenkt, dazu obendrauf, sollte sich beeilen. Physikalisch, da stehen wir drauf. Also eigentlich ist auch der Hintergrund, ne, dieses Physikalische wieder mehr reinzubringen. Und ich kann dir sagen, vom CD-Markt her, wenn du das einfach nur in den Shop platzierst, dann wirst du ja deine 100, 200 Einheiten so loskriegen. Aber das ist es dann. Ne? Und das ist halt, wir lieben das halt. Das heißt, die Leute kriegen nicht einfach einen Zettel mit Nullen und Einsen drauf, so einen Downloadcode, sondern die kriegen wirklich eine physische CD mit Booklet, mit Cover, mit allem drum und dran. Und jeder, der sich das irgendwie runterladet, der kann das irgendwo machen. Da gibt es ja einschlägige Seiten, also da kümmern wir uns gar nicht drum. Macht also, ja auch keinen Sinn. Wir sind immer noch der Meinung, wir wollen die Musik verbreiten und im Endeffekt, ja, weiß ich nicht, kannst du nicht jedem sagen, der das dann für sich hochlädt, das geht aber nicht. Ne? Ich habe das immer so gehalten. Natürlich gibt es Bands oder auch gerade Newcomer, wo man erstmal sagt, ich möchte mir das erstmal anhören. Ja. Ne? Dann holt man sich das in Anführungsstrichen auf irgendwelchen dunklen Kanälen. Mhm. Aber wenn das Zeug geil ist, dann habe ich es immer gekauft. So war das bei mir. Aber Gott sei Dank ist es ja in dieser Metal-Szene, in der wir uns bewegen, ist es ja immer noch so. Das heißt, du hast wahnsinnig viele Leute, die ein Konzert geil fanden und das für sich auch als Erinnerung dann in der Hand mitnehmen. Mhm. Das heißt noch nicht mal, dass sie das jetzt zehnmal hören am nächsten Tag, sondern die haben quasi was in die Hand bekommen für einen geilen Abend, haben mit der Band gesprochen und das ist auch, was es ausmacht. Deswegen gehen wir immer nach dem Konzert, immer alle direkt treffen wir uns halt an, sammeln uns halt an unserem Tisch rum und freuen uns über jeden, der Feedback gibt, ob das gut, schlecht, was weiß ich. Wenn dann einer eine CD sich besorgt und mit Freudenaugen vor dir steht und sagt, es hat ihm was gegeben, fährst du glücklich nach Hause. Da ist es scheißegal, ob du, weiß ich nicht, reich bist, arm bist oder weiß nicht. Darum geht's ja auch. Weil es ist ja Musik, das transportiert ja Gefühle. Mhm. Und das kriegen wir selbst, ich sag mal, im Heavy Metal kriegt man das hin. Ja, definitiv. Ja. Auch hier gilt natürlich, das Brot des Künstlers ist der Applaus, ne? Ja, genau. Ja klar, du hast natürlich auch einen Wert. Ich meine, klar, wenn du keine einzige CD verkaufst oder, ne, kriegst du keinen Gegenwert. Das ist ja immer dieses, ne, Gefühl, okay, das interessiert eh keinen. Ne? Mhm. Aber das ist es bei uns halt einfach nicht. Da haben wir sehr viele Leute, die uns da so Feedback geben. Ne? Das ist auch schön und wichtig. Nun gut, CD-Verkäufe sind eh weit rückläufig. Ne? Ja. Die CD wird bald wieder von der Schallplatte überholt. Ja, wir haben jetzt auch mal unseren Traumafilm Der Locus, haben eine Schallplatte gemacht. Das haben wir dieses Mal nicht gemacht, aus Kostengründen. Ne? Aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch eine. Also, ne? Ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Stell dir vor, diese ganze Pressung ist weg und dann wird eine Vinyl kommen, wie ich uns kenne. Aber das war schon ein Traum von mir. Also ich würde am liebsten alle Platten nochmal auf Vinyl machen. Aber das ist halt wirklich auch, wenn du das alles selber machst, eine Mordsaufgabe und auch nicht ohne Vertrieb. Wir haben halt keinen Vertriebsweg. Das können wir gar nicht stemmen. Das haben wir auch mit der Platte gut gemerkt. Ne? Ja. Dann Label los, ne? Label machen wir selber. Mhm. Wir hatten auch vor der Psychosis übrigens natürlich wieder, wie immer, Labels angefragt. Und ich kann dir sagen, dass jetzt nach den ersten Veröffentlichungen auf einmal Leute anklopfen. Warum hast du nichts gesagt? Wir haben es gesagt. Mhm. Wir fragen immer. Zaubertus steht halt auch bei den großen Festivals nie so auf dem Schirm. Woran es liegt, wissen wir nicht. Das ist halt der nächste Versuch. Aber wir wollen natürlich so eigenständig wie möglich bleiben. Ich kann ja sagen, so ein kleines Label brauchen wir dann auch nicht, weil wir das alles selber auch sehr gut hinkriegen. Wenn ein großes anklopfen würde, dann kann man über alles reden. Ja, also das heißt, ihr seid auf der Suche, aber nicht zwanghaft. Richtig. Ja. Bei den Festivals kann ich aus eigener Erfahrung sagen, gerade bei den großen Festivals, also bei den sehr großen, wie eben auch Wacken, Rock am Ring zum Beispiel oder Grasspop Metal Meeting. Das ist eine Geschichte, wo es entweder so eine Newcomer Foundation gibt, wie zum Beispiel die Wacken Foundation, die Newcomer unterstützt. Oder aber man nimmt im Prinzip nur Bands, die im Prinzip einen Labelvertrag haben. Das hat abrechnungstechnische Hintergründe.
Und wenn du jetzt da als Band hinkommst und gibst dem im Prinzip deine CD oder auch Videos, YouTube-Links, wie der, weiß der Geier, wie das heute so üblich ist, bekommst du eben ohne Label, bekommst du fast keine Chance, auf dem Festival zu spielen. Das ist, ich weiß nicht, ob das weltweit so ist, aber in Deutschland ist das so. Wir haben ja ein eigenes, also dieses Taktart Records ist halt eigentlich ein Label da, aber es bedient halt nicht die Massen. Also wir haben da jetzt 2-3 Bands drin, aber es ist nicht so gedacht, wie an, also das ist gar nicht so, wie sagt man, wir machen da keinen großen Schuh draus, ne? Ist halt ein eigenes Label quasi. Wir haben eine Label-Code, wir haben die ganzen Phononet-Nummern, das ist nicht mehr das Problem heutzutage. Ja, ne? Gut, das ist aber das Wichtige, ne? Das ist das, was die Leute beim Einkauf interessiert. Ist da ein genau. Label-Code drauf? Ne? Kann man das Geld irgendwo, kann man das GEMA-technisch vernünftig abrechnen? Genau. Ne? So ist das. Wir hatten ja immer das Gefühl, wir haben viele Antworten auch bekommen, Festivals. Den einen ist es zu modern, den einen ist es zu oldschool. Es ist herrlich, auch an den Antworten zu sehen, die hören sich ein Stück an. Und gerade das Stück, was sie gerade hören, ist dann die Antwort. Mhm. Und obwohl du ellenlange Bewerbungstext schreibst mit diesem Synonym, wir sind vielseitig und so weiter. Gut, das schreiben alle, aber bei uns trifft es halt nur mal zu. Ne? Haben wir ganz wenige Veranstalter. Und wenn sie es machen, kriegen wir den Slot. Das ist halt immer das. Also da kriegen wir viele E-Mails. Mensch, ich habe mir das jetzt mal doch näher angeguckt. Das ist ja Wahnsinn. Geil. Aber wenn du nur 1-2 Songs hörst von uns. Darfst du nicht machen. Nicht bei eurer Musik. Aber das ist halt schnelllebig, das Geschäft. Und das ist auch viel Kumpanei, ne? Und Vitamin B. Das ist wie auf, wenn du auf Jobsuche bist, dann kriegt halt dein Freund den Job. Und das ist. Wir veranstalten ja auch so, aber bei uns auch nicht anders. Also klar ziehe ich eine befreundete Band an, wenn die sagt, oh, bitte, bitte, ich will aber jetzt auch mal, ne? Haben den klassischen Vorteil. Natürlich. Das ist ja auch ganz normal. Ne? Und zudem sind wir hier auch im Rheingraben zu, oder zumindest am Rand davon. Und wie gesagt, der Kölsch immer, man kennt sich, man hilft sich. Ne? Ja, das ist so. Ja. So. Ja. CD-Release, wann findet das denn statt, dieses Ereignis? Wir feiern CD-Release-Party im Kubaner Siegburg. Das ist ein sehr gut eingesessener Live-Club hier in Siegburg. Das findet am 23. Februar 2019 statt. 19.30 Uhr ist Einlass. Wir haben 2 Special Guests als Band. Eine ganz junge Band, Everblack, die im Rooster sind bei Taktart, und Coldspot sind quasi unsere Klassenfahrtsfreunde, mit denen wir halt seit Jahren sehr engen Kontakt haben. Die kommen aus Bonn. Und die sind auch schon ganz schön fleißig am Üben, um live sich auch richtig gut zu präsentieren, weil die freuen sich natürlich, ne? Das ist klar. Die dürfen halt als Support ran. Viele haben gefragt übrigens. Es tut mir auch hier nochmal leid. Ne? Natürlich waren meine Wünsche nach größeren Acts auch da, aber wir wollten unserer Linie treu bleiben, diesem Underground, und natürlich dann jungen Leuten tatsächlich diese Chance bieten, weil sie sie sonst nicht haben. Also wir machen eigentlich das, was wir erwarten von den anderen, machen wir dann auch so. Und ich hatte Angebote von den Acts, machen wir in Zukunft, das holen wir auf jeden Fall nach, ne? Aber wie gesagt, wir sind halt so, also wir geben halt schon dann unseren Nachwuchs auch die Möglichkeit zu spielen. Ja, auch beim Kubaner. Ist ja auch schön und wichtig, ne? Ja. Ich meine, wer unterstützt denn heute noch junge, unbekannte Bands? Ja, man hätte Bands. Es noch ein bisschen einfacher machen, ne? Nimmst eine Zugband und schon läuft das Ding nochmal anders, ne? Aber das wäre mir auch zu einfach gewesen, muss ich ehrlich sagen. Das wäre mir auch viel zu. Ja, ich sehe schon, du magst es mehr so kompliziert. Ehrlich, ich weiß auch nicht, vom Gefühl her habe ich es lieber, dass ich eine Band, die ich unterstützen mag, da habe, als wenn ich irgendwie nicht so den Bezug habe dazu, oder nur weil die größer ist, oder nur weil die jetzt mir 5 Leute mehr bringen, ne? So gehe ich halt nicht ran, sondern tatsächlich, wenn ich da unten stehe und wenn die ich Leute sehe, Mensch, guck mal hier, die bringt es aber auch, die ist aber geil, und die Leute freuen sich, das bringt mir unheimlich viel, ich weiß auch nicht. Also schon so eine Herzblutgeschichte. Das ist eine Herzblutgeschichte, ja, das kann man auch schön. Verfolgen seit Jahrzehnten. Ja, also ihr seid dann nicht nur mit Sober Tours, natürlich mit Sober Tours Live dieses Jahr auf jeden Fall unterwegs. Du hast es gerade erwähnt, du hast ein eigenes Label, eine Promotion-Agentur namens Taktart. Was gibt's da in kurzer Zeit Erwähnenswertes? Ja, also mit Taktart veranstalten wir quasi so circa 18, 19 Events im Jahr. Wir sind bekannt geworden durch unsere Bauhaus Live Event Reihe, die nach 10 Jahren jetzt erstmal Schluss ist, wegen dem Trägerwechsel. Das haben wir Monat für Monat gemacht, und unser Schwerpunkt lag halt ganz klar auf der Nachwuchsförderung, gemischt mit etablierten Bands,
die live unterwegs sind, die nach Locations suchen, wo sie sich präsentieren können. Das heißt, wir haben meistens immer so lokal gesucht nach Nachwuchsbands, die so 18 bis 25 sind und gerade mal die ersten Gigs spielen und haben dann aber auch Bands, die uns angefragt haben, Mensch, wir sind auf Tour oder Mensch, ich will auch mal in der Nähe Köln spielen, aber alle wollen irgendwie das und das, haben wir nicht. Die haben wir dann spielen lassen. Das war eine sehr runde Sache. Haben jetzt mit der Clubshow in Bonn, die seit 3 Jahren läuft, die ist nicht monatlich, aber alle zweimonatlich, auch wieder so ein Dreierpaket in diesem gleichen Stil, Newcomer Meets, ne? Alteingesessene, im RPZ Bonn am Laufen. Das findet immer am Anfang des Monats statt, da müsst ihr einfach mal auf die Internetseite gehen, www.taktart-con.de. Das ist auch, ja, da ist auch alles irgendwie aufgelistet. Ja, passiert sehr viel. Und diese Records-Geschichte machen wir quasi hauptdienlich für Sorbertruth seit Jahren, weil wir die CDs halt selber vertreiben, die Grafiken selber erstellen, also alles selber machen quasi, über dieses hauseigene Taktart-Label dann quasi. Mittlerweile aber aufgestockt sind halt durch die Band Coldspot. Jetzt habe ich die Band Oma Pride drin. Das ist aber mehr der Booking-Rooster. Das heißt, wir besorgen Konzerte für die. Wir fragen an. Ne? Jo, aber so rein Label, wo jetzt 50 Bands drauf sind, ist es halt nicht. Aber klingt doch vom Gesamtwerk her sehr solide. Ja, hat auch sehr viele Anhänger schon. Ja. Wo habt ihr eure CD aufnehmen lassen? Oder ist das so ein gewisser Geheimtipp, wo nicht jeder hin darf? Nee, das ist kein Geheimtipp. Weil klanglich ist das Ding echt eine Ohrenweide. Also ich kann es immer nur wieder betonen und das ist ja nicht meine erste Platte. Ich habe alle meine Platten, bis auf die ersten zwei von meiner ersten Band Nothammer, alle dort aufgenommen. Ja, das ist bei Michael Freio Haas im Big Easy Studio. Ja, der Mann redet nicht nur, der weiß genau, was er da tut. Und ist es kein High-End-Studio, aber ich kann dir sagen, der weiß, wie jeder Knopf funktioniert und der weiß auch, wie eine Band funktioniert. Der weiß, wie ein Sänger sich fühlt in dieser Studiokabine. Der beschäftigt sich mit den Songstrukturen, gibt Feedback und gibt auch Kritik. Er setzt sich sofort damit auseinander, ist direkt in der Materie und zaubert einen Sound. Das ist unvorstellbar geil. Natürlich, wenn du ihm vorher Richtlinien sagst. Ne? Mhm. Und da nehmen wir halt immer unsere Platten auf, auch wenn schon natürlich andere angeklopft haben. Mensch, komm da mal rum. So, vielleicht auch günstiger oder was weiß ich. Wird es dabei bleiben. Das ist einfach, das ist eine Glückssache, dass wir das gefunden haben damals und kann ich auch nur jeder Band empfehlen, nochmal. Ja, klopf mal beim Big Easy Studio an, bei Michael Freio Haas. Kann ich auch nur so wiedergeben, beziehungsweise bestätigen. Hört euch die Scheibe an und ihr wisst, wovon der Thorsten da gerade spricht. Ja. Ja, das war's von mir. Oh, schade. Im Prinzip ewig schon weiter schnaggeln können. Ja, hat mir sehr viel Freude bereitet. Mir auch. Und ich fand es auch sehr informativ und unterhaltsam. Sehr schön. Und möchtest du unseren Hörern noch irgendwas mit auf den Weg geben? Ja, natürlich, wie immer am Ende. Ne? We fucking love you, Sorbertruth aus Siegburg. Hört euch diese Band mal an. Seit 12 Jahren machen wir das. Guckt euch die Videos im Netz an oder schaut bei unseren einschlägigen Seiten vorbei. Und ja, unterstützt uns weiterhin so toll. Und ja, vor allem passt aufeinander auf. Ja, und helft dem anderen, den es nicht so schlecht, den es schlechter geht. Ja, reicht ihm auch mal die Hand. Fahrt nicht so Ego-Nummern. Ach, ich könnte jetzt ewig so weiterfahren, ne? Metal ist eine Gemeinschaft. Und da hat jeder Platz. Und das kann ich für die Band auch sagen. Das ist so unser Wunsch. Und für die Zukunft, geht mehr auf Konzerte. Unterstützt eure Lieblingsbands. Dem ist aus meiner Sicht nichts mehr hinzuzufügen. Danke, Thorsten, für das tolle Interview. Ich danke dir. Und wir hören jetzt ein bisschen Sorbertruth. Yeah.